Ja. Habt ihr was geresearcht, was wir bannen wollen? Nee. Nee, nicht direkt. Also der ADC ist ein Djinn-Main, aber spielt keinen Djinn auf dem Patch. Eigentlich kannst du kurz gucken, ob du das falsche Mikrofon drin hast. Bei Discord? Klingt ja ein bisschen so, ich weiß nicht genau, aber könnte sein. Ja, jetzt soll es besser sein, du hast komplett recht. Ja, deutlich besser, danke dir. Sorry, Djinn wolltest du bannen? Nein, der spielt ihn gar nicht und ich finde ihn noch nicht broken. Alles klar. Ey, was ist denn noch einfach so ein Abfuck? Ich weiß es nicht mal so. Anhänger gebannt. Maybe einfach Katos ist auch so ein No-Brainer, der extrem broken ist, finde ich. Ja, aber ist ja nicht gegen uns. Nee. Ja. Nee, ich weiß, mir fällt es auch nicht sein. Okay, was gebannt. Ja. War, whatever. War fast neben Hekarim war. Ja, ist schon ein bisschen mehr Tryout heute, ne? Insgesamt. Ja, vor allem ist auch erst das erste Game, ne? Die Gegner werden exponentiell besser. Hab den mit nicht zwingend Lucian Blind picken, aber wir können Melio Blind picken vielleicht. Ja, ihr könnt mir Melio geben, ja. Mein Disco geht nicht. Oh, mehr. Ich hab ihn nicht. Du hast ihn immer noch nicht gekauft. Leute, lass uns gehen. Dann gib mir Lucian einfach. Dann pick mir wirklich Lucian. Okay. Ja, dann können wir können dann auch noch in Nami gehen. Hallo? Eben. Was los? PS? Ja, gehen wir jetzt. Okay. Aber was ist Kani? User joined your channel. Hallo. Hallöchen. Lagst du in Discord, Freddy? Ich kann ja das nicht. Ich konnte ganz normal reden mit euch. Ja. Und dann, also als ich Discord geöffnet habe, hat sich OBS einfach geschlossen. Dann hatte ich einen Disconnect. Und dann jetzt plötzlich, während wir einfach geredet haben, ging mein Mikro nicht mehr. Und es war alles richtig eingestellt. Aber das ging einfach nicht mehr. Das ist gut, Alter. TS, da fühlen wir uns eh alle wohler. Ja, TS. Ne? Das ist noch eine richtige. Wir sollten hier nicht Milio gehen. Ich hab ihn nicht. Oh, perfekt. Sind wir nicht sehr gut gegen Nautilus? Ihr kauft bitte einfach nach dem Game alle Milio. Ja, aber ich will ja aggressiv reingehen und dann ist ja nicht mehr das so. Das ist ja mit Milio, oder? Ja. Okay, Thresh. Es ist ein Thresh-Game. Keine Kompromisse. Einfach rein. Aber eigentlich, der Account ist ja hier unlocked und der ist sonst auch unlocked. Wieso habe ich Milio nicht? So voll seltsam. Auch wahr? Auch wahr. Wieso zeigt mein PC hohe UV-Strahlung an? Was ist denn momentan los? Die unten in der Wetter, in der Wetter-App wird einfach hohe UV-Strahlung gezeigt. Oh, wir wurden geankle-breakert. Was? Können wir das Thresh auch flexen? Das ist ein Out-Mitte. Ja. Ja. Ist das nicht ein Silas-Game dann einfach? Willst du wirklich meinen Silas haben? Ich meine, denk nochmal drüber nach. Wir gehen jetzt Thresh-Mitte und Braunbot. Ich würde so welche Tanks bannen, wenn er hier so Führer bannt, dann vielleicht Malphite oder sowas? Ja, bitte. Life at Orn oder so? Ist es mit irgendwelchen Carry-Junglern oder so? Würde ich sagen, die Carry-Jungler, die brauchen doch Lilia, Gwen brauchen die. Irgendwie sowas. Kartus. Ja. Keine Ahnung, was sie spielt. Maybe Kartus ist ein guter Call. Lieber Kartus als Orn? Ja, die haben doch schon zwei Tanks. Okay. Ich denke, sie brauchen halt irgendeinen Heavy AP, brauchen sie halt noch. Und aber die haben selber Gwen gebannt. Wen nehmen wenn sie jetzt? Wenn sie Orn Nautilus gehen, ist komplett fein. Meinst du? Das ist viel zu wenig Magic Damage. Also wenn man MSI guckt und so, darf da noch niemand Magic Damage. Nautilus als einzige AP-Quelle wird voll aufgespielt. Ernsthaft? Ja, wurde mega aufgespielt. Als einzige, die haben doch dann immer Kennen und so top gespielt. Nee, okay, Sante top gespielt oder irgendein Tank. Ach krass, ja. Kennen hat er kaum noch Priorität im Turnier. Am Ende. Triple Tank. Ach du Scheiße. Aber fairerweise waren halt die Hypercarries einfach stärker als jetzt, ne? Vielleicht hast du jetzt recht, weil halt Jinx Aphelos ist Armor nicht so wichtig wie vielleicht Caitlyn. Was haltet ihr von Anivia hier? Oh, Anivia ist sexy gegen Nautilus auch. Ja, willst du? Oder Cassio. Ja, aber gib mir Anivia, Ich würde hier alles picken. Klett, Camille. Boah, Klett. Gut. Chivarus wär's gewesen. Kessante ist auch richtig stark. Gib mir eine Runde Kessante. Kessante ist cool. Dachte ich schon, ich hab den nicht. Wir geben dem Cho'Gath die Kante. Besser denn du. Ist das laut Jungle oder ist es einfach Midlane trotzdem? Ich glaube, das ist Midlane Nautilus ist da, ne? Ich meine, es kann auch noch Jungle Flex. Wow. Ja. Also okay, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen reingeträumt. Ne? Also ich glaube, Merc-Trends wirken hier gut.
Jetzt haben die honestly zu viel Magic Damage, ne? Ja, natürlich. Also jetzt haben sie schon ein bisschen zu viel Magic Damage, ja. Jetzt einfach Mercs Engel und GG. Gesundheit. Yes, Gesundheit. Boah, ich freue mich gleich schon so auf den Italiener, wenn er aufmacht. Oh ja. Die Frage ist, was nimmst du dir heute, Kane? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich gehe heute wieder für die Nudeln. Ich bin auch Team Nudeln. Ich will eine Calzone jetzt. Jetzt eine Calzone. Aber gestern haben sie mir gesagt, sie haben heute keinen Kaviar mehr. Deswegen glaube ich, muss ich jetzt auf Hummer ausweichen, dann zu den Nudeln. Was zur Hölle. Also, Brücki, wenn wir heute bis 17 Uhr irgendwas fertig sind, dann könnten wir noch heute nach einer Spandau fahren. Ich habe noch kein Ticket gebucht. Bis 17 Uhr? Bis 17 Uhr, Bro. Was für 5 Games? Das ist ein sportlicher Engel. Ja, was hast du denn hier heute vor? Das ist ein sportlicher Engel. Warte, es ist halt, ja. Ich habe überlegt zu fliegen, weil ich habe im Chat gemeint, man könnte ja auch fliegen. Und wir fliegen eine Stunde für 40 Euro. What? What? Und Zug fahren wir für 350 Euro. Ja. Was? 7 Stunden, also. Easy choice. Das ist ein Inlandsflug, ne? Ist ein Inlandsflug, so cool, ne? Aber das Ding ist, was du halt auch immer draufrechnen musst, du musst zum Flughafen kommen, einchecken, Security. Aber warum ist denn das so viel günstiger? Das ist doch im Interesse von niemandem. Ist richtig, ja. Das ist kein Bullshit, dass so ist. Also, und man muss auch sagen, ich finde halt, wenn am Flughafen, ne, da mal eine Stunde zu verbringen oder so, ist auch voll angenehm. Weil die Flughäfen sind ja voll schön. Du kannst ja super frei bewegen, du läufst da rum, du lädst dein Handy auf, was weiß ich. Du kannst essen gehen. Oh, die waren hier drin, die haben gerade drüber gehockt. Pass mal auf, Brücke, nicht, dass sie es bei dir auch noch versuchen. Mhm. Aber ich habe auch als hier nach Madeira, der Flug, das ist ja ein 4,5-Stunden-Flug, der hat 70 Euro gekostet. Was? Aus Nürnberg, ja. 70 Euro für 4,5 Stunden Hut, ohne dich anzumelden. Was? Was in meiner Hut, ohne dich anzumelden? Wie ein Bandenkrieg. Ich bin ja nicht aus Nürnberg geflogen, aber ich hab da bloß gesehen. Ach so. Das war crazy. Das kann ja auch nicht gut sein. Ist das Kind, Diana, das Kind neu? Der sieht so fancy aus, ne? Mit dieser Linie, die du gerade hattest. Wenn du mit dem Pattern gemacht würdest, kommt die Wintermap oder so. No joke. Was? No joke. Okay, also wenn das nicht eine Mission für meinte heute. Chat zu mir und Ted meinte, das meinten alle. Vor 3 Monaten schon. Also, so wie ich sie gefreut habe. Ist das der Pike-Skin? Der ja, das ist die Skin-Reihe. Ja, das ist die Skin-Reihe. Das geht bei den allen. Okay. Ted, gerne fact-checken kurz. Ist das richtig? Winterblast Diana? Ja, ich meine ja damals. Ist auch so, ja. Ja. Glaube ich. Ja, dann mache ich jetzt einen Penta. Ja, besser ist es. Ansonsten spielst du im nächsten Game nochmal. Autsch. Das war echt schnee. Ein Boss-Move, das wäre, wenn du jetzt wirklich einen Penta machst. Du wärst so Alpha. Ja, das wäre schon sehr Alpha. Honey. Ja, ich. Wo soll ich denn hin? Wir stehen unter dem Turm. Ich werde da vorne gehuckt, huckt er mich und ich bin tot. So ist das Matchup leider. Ihr müsst schon davon ausgehen, dass der Nautilus wahrscheinlich sehr viel ganken wird, ne? Ja. Aber wo ist er gerade? Das wissen wir nicht. Also wenn ich wetten müsste, würde ich jetzt sagen, jetzt gerade Golem ist, er hat vielleicht da angefangen. Und wird vielleicht maybe über Mitte gehen, weil Top nicht gankbar ist. Ich bin schon sehr gankbar, würde ich sagen. Gab's letzte Season gab's gar keine Wintermap, oder? Nee, es gab das schon ewig keine mehr. Du kannst nur mit dem Skin praktisch holen. Das ist aber schon fett, du. Content. Die meinten tatsächlich, seit die neuen Drakes draußen sind, ist das zu anstrengend zu animieren für alle Karten. Oh, true. Aber das ist halt, für so ein kleines Medienunternehmen ist das schon nachvollziehbar. Also ich hab keine Ahnung vom Programmieren, aber das klingt jetzt schon in einer sehr fadenscheinigen Ausrede. Riot Games, ich weiß jetzt ja nicht, ob das, ne? Ein Skill mal kurz 20 Millionen verdienen, aber dann nicht die Wintermap reinbringen. Weil die sicher jetzt nicht, Okay, vielleicht hat er immer Bot angefangen, ist jetzt Toplane? Ja. Anscheinend hat er. It should be. Wir fighten schon, oder? Nicht, dass sie sterben kann, aber ich meine. Für die Krabbe-Top-Seite meinst du? Nee, für den Gank hier. Ah, da ist Nautilus hinten dran. Was?
Ich wollte eigentlich gehookt werden. Ich kann hier gewinnen. Nein, du willst nicht gehookt werden. Wir machen jetzt die Krabbe gerade für dich. Du bist ja da gerade rübergegangen. Ja. Aber warum denn? Ich kann mir gewinnen oder nicht? Maschinen. Nice. Okay, ich hab. Stop. Naja. Die ist leider sehr schmal, hatte ich das Gefühl. Hook in 7. Ich dachte, das ist völliger Ende. Ich bin halt Conqueror und halt nicht. Aber Lux ist so stark, Early. Also für Midlane. Alles gelaufen. Ja, ein bisschen CS gedroppt. Weil ja, die Rush Battleglass Mirror. Ja, das Matchup ist halt für mich nicht geil. Oh, die geht, also die geht machen, Dinges, ne? Wir machen nochmal Lux. Echos oder Mendel da. Ja. Warum läuft meine Weihnachtsmusik? Ja, jetzt habe ich gegrieft. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Denkst du Gragas oder Cho'Gath wären durch die Wall gekommen? Das war jetzt einfach dumm. Nee. Eben, das ist schon ganz schön. Und meine Q hätte auch getroffen. Ne? Ist ja nicht. Und Riot reden, ja. Wir sollten wahrscheinlich die Raptoren invaden direkt. Der Top-Lane war. Bin on the way. Ey, ich bin schon bei Level 6 jetzt. Kein Flash mehr, aber ich Level 6 ist strong. Push hard und dann move ich. Kannst du den canceln? Ich glaub, der geht einfach hinten rum zu seinen Wölfen. So viele Minions. Lohnt auch nicht. Schieben wir raus oder soll ich direkt roamen? Ne, wir schieben raus, ne? Ja, lass uns pushen, wenn wir können. Ja. Oh mein Gott, er geht Herz, der traut. Wieso? Naja, auf Cho'Gath richtig schlecht. Ich mach Maxi Speed True Damage als Gesandter. Er hat eh schon viel Leben. Herz ist klasse. Okay. Der Blitzkin könnte jetzt gleich mit 42% Winrate. Hardsteel ist klasse. Vor allem, wenn du es auf solchen Champions baust wie Sion und Cho'Gath, wo es absolut überhaupt keinen Verwendungszweck hat. Macht Gesandt das in beiden Formen oder nur in der? Nur in der Out-Out. Und deswegen kann man nicht Max jetzt Spiel holen. Es ist generell schlecht auf Cho'Gath. Ich bin Level 6, ne? Also ich hab da schon sehr viel Lust jetzt aktuell. Aber ja. Für die Effizienz ist noch quasi. Lass mal Mitte gehen. Es ist quasi, als würdest du gegen Fiora Leben kaufen halt, ne? Aha. Basically. Ist das ein Pinkwood? Nee. Oh, kannst du die Wall? Oder gegen Vayne oder so. Oh, die kommt da doch durch. Hat die noch Flash? Ja, die kommt bei jedermann irgendwie durch. Ich glaube, die hat noch Flash, ja. Okay. Lass mal ganz kurz hier warten, bis die Botlane reagiert. Aber nicht, dass die jetzt unten Brücke diven, wenn er mit deiner Ausrüstung reingesnackt ist. Wir cleanen die ab, wenn die. Lux ist nicht zu sehen gerade, ne? Darf ich hier mal einfach mal festchecken? Ja. Ich bin bei dir. Oh. Ich porte jetzt gerade Mitte, Kerl. Ich komme mit Kriegsgeld, Laterne. Da kann ich nicht vorlaufen, weil Bot den Move hat. Ja, hier ist Mord. Nice Dragon. I mean, actually, wir sollten das contesten. Ich glaube auch, schon mal hier. Ich hab das, weil Freddy so stark ist. Pass auf das Wort auf, nenne ich, dass wir hier gepult werden. Ja, ja. Oder lass mich, wenn dann gepult werden. Ja. Kannst actually einfach reingehen, glaube ich. Komm jetzt? Ja. Komm mal. Mitte ist von denen komplett rausgegangen. Die kann nicht mal, wir können nicht mal. Ja, Call war, ich kann einfach reingehen und guess what I did? Hier ist noch eine Caitlyn. Wait, der Nautilus ist on a mission. Okay. Hook in 7 erst. Die hat noch Flash. Also macht einfach Drink. Ja. Ich hab keine 5 Sekunden fürs Lux hat Laser, oder? Nee, hat schon. Nee, die war 1 HP. Okay. Oh mein Gott. Oh! Oh nein! Den hast du dir nehmen. Den hast du dir verdient, Junge. Oh! Schöne Sache. Den hast du dir verdient, junger Mann, Was eine Combo. Natürlich hätte ich besser gekonnt. Oh, guter Versuch. gehen wir direkt für Harry? Ich glaube schon. Also ich muss einmal einen Resetter machen, ja? Ja, ich glaube, es ist fein. Ich brauche einmal kurz einen Resetter. Das Game ist schon, also wir müssen einfach noch cool bleiben jetzt. Ich brauche einen Pentakill, ne? Ich dachte, dieses. Wir brauchen, also wir müssen eigentlich schon, also ich will das sehen halt. Wobei, du hast den Harry eh, kann ich direkt wieder nach unten gehen? Noch nicht. Okay, du sagst dann einfach. Ich gewinne noch nicht. Also jetzt gleich, wenn Lux nicht erscheint.
Okay, bei mir fällt es Leuten im Chat auf. Kannst du vielleicht Panda von Karnes Platzkurs wegholen? Jetzt kannst du ja. Oh mein! Müssen wir dann zurückwechseln? Ist aufgefallen, Panda! So, Jungs, da bin ich wieder. Was ach, spielen wir schon? Ja, wir sind noch drin, wir sind noch drin. Oh lol, ich darf Flash spielen, wie cool ist das denn? Okay, ich hab Flash, Brücke, wir flashen da rein. Ja, Mitte ist ein Missing im Übrigen. Also ich glaube, es wäre nicht so smart, wenn wir reinflashen. Nein, nein, das war nur Troll, weil ich jetzt wieder Kani bin und deswegen kann ich jetzt wieder reinflashen. Ah. Genau. Ich bin nach erst Level 5, also ich mach gar nichts. Oh, fuck. Das ist actually oben, der Nauts. Das ist noch gut. Es ist nicht so schlau reinzuflashen. Ja, jetzt kannst du reinflashen, Kani. Lass sein. Jetzt kannst du reinflashen. Ich bin hinter dir. Oh, Maybe kann ich helfen, das ist ein Eigner. Komm, ist wieder Kani am Platz, ist ja auch ein Verbot da, ne? Ich sehe, maybe können wir was machen, wenn der Zug rotiert. Was mit ihr hier? Ist auch nackt. Nee, Mitte passiert noch viel. Ich glaube, es ist noch gefallen, der zu rum. Ja. Okay, ach, eingesperrt. Ne? Oh. Wir haben nicht nur einen, zwei Hooks sogar. Ja. Willst du noch Agorin? Nee, ich weiß. Okay, es war doch was, warte, der jetzt rum. Panda, oh, Brücke ich line? Sag dir, wie es ist. Nice. Das ist voll stark, ne? Schaut auf die Stats, 400 Damage, extra Delten von einem Fight. Mm. Ja. Das hat doch auch Matislav gesagt. Ja. Also, dass praktisch die ganzen Midlaner alle mit Mandate spielen in den Scrims. Mhm. Hast du gerade Scrims geleakt? Also, das darf man sagen, oder? Nee. Klar, das ist der Meta-Bild. Also, ich sag mal so, NNO scrimmt immer mit Mandate. Oh, das hab ich nicht gesagt. Ich hab nicht gesagt, was er spielt. Sogar auf Yumi Mitte, das ist ja gerade ganz oft practicen. Das ist unser Powerpick. Der Blitz aber das muss doch so Karma Mitte doch mega gut sein, oder nicht? Für Roman, gut gegen Melee. Karma ist so tot genervt. Ich dachte auch, dass Karma mit der Eis besser wäre. Aber der E-Shield ist einfach so shit mittlerweile. Du scalst einfach nicht mehr. Du bist einfach ein schlechterer Poke-Support. Mit ein bisschen Teamfight. Ich dachte am Anfang auch, dass Karma komplett nuts wird, aber... Ey, die kommen hier. Ricky, ich bräuchte jetzt Hilfe. Lux kommt auch von hier. Der ist hier rüber gehackslashed. Der ist rüber hackslashed. Okay. Laterne kommt gleich. Okay, ist safe. Will jetzt mal kurz harren und dann nochmal anfangen. Mit was? Wir wissen halt nicht, wo die sind. Mit dem Invade, beim Grump. Du kannst ein bisschen pushen. Komm mit, Kani. Okay, aber schneller! Nein, die gehen um. Ich safe Brücki. Kannst du zu mir irgendwie? Oh, du hast gar keinen Flash. Pass auf Kate, oder? Nice. Ja, mit einer OT. Die können schon weitermachen, ne? Wenn du was hast. Die haben mich gesehen. Oh, ich hätte ihn, aber. Geh außen rum, aber dauert ein bisschen. Ich glaube, ich nicht helfen kann. Also hat sie die erste Trap verkackt, dachte ich, muss nicht flashen, dann hat sie aber noch eine rausgarantiert dann getroffen. Machen wir weiter? Machen wir da was? Also ich hab eine Ult, nämlich. Ja, lass mal probieren. Ich hab... Lux kommt, so ich bin Base. Oh. Lux ist hier schon ungefähr, hier jetzt. Vielleicht kommt Space über die Wand. Cool. Okay, ciao. Nautilus kommt auch. Nautilus kommt auch. Ich kann probieren zu denken. Nein! Scheiße. Was ein Laser! Oh mein Gott. Holy shit, dieser Swap, den die da haben. Ah, das war rough. Das war der Money Shot. Da ist ein Naut, ne, unter dir? Ich fahr einfach mit dir. So. Ich denke, das darf ihn hier auch ganz getrost callen, ja? Darf er, ja. Kannst du als ID Laterne nehmen? Nicht, ne? Nee. Du kannst, wenn du in der Übergangsphase zum Ei bist, kannst du die Laterne nehmen. What? Ja, und dann portest du so als Ei weg. Ja, so. Oder fliegst du als Ei davon. Ich bin auf dem Weg in die Mitte. Alter! Du hast Pass gemacht, das war voll geil. Kein ja. Da, oder? Ich war kurz davor rein zu zoomen. Ich kann move. Ich weiß bis heute nicht, ob das mit diesem Zoom ein Myth ist oder ob das wirklich stimmt. Das stimmt, na klar. Das stimmt, ja. Okay. Ja, ich sitze mal an der anderen Seite der Laterne, deswegen. Da gehe ich jetzt einfach hoch. Ja, geh, fahr dir weg. Ja,
Heute habe ich echt einen miesen Tag bis jetzt. Ich hoffe, der wird das besser machen. Das ist ja eine gigantische Wave. Holy moly. Nee, das ist noch ein Juicy Wave. Betty, denk einfach gleich an die geile Kaltzone. Oh, Wir haben keine Kaltzone, glaube ich. Keine, glaube ich. Achso, ja, dann ist ein wirklich ein rougher Tag. Aber leider, von denen, wenn wir eine Kaltzone machen, das wäre auch geil. Ja, aber safe haben die Kalt. Ja, welche? Da oh, keine Kaltzone. Kann ich nicht quatschen. Okay. Hä? Du sagst mir nicht quatschen. Ja, ich bin. Achso, warte. 5 Sekunden hoch. Werde geultet? 3 auf Laterne. Oh. Halleluja. Wenn die ein bisschen chasen. Da nicht genug Tenacity. Hat die Q? Letztes Desaster, genau hier trifft ja niemand irgendwas. Ich bin komplett gerade, es ist unglaublich. Same. I guess. Scheiße. Wait, es steht 10-10. Genau. Ja, die ist geblasht. Okay, ja, war embarrassing. Worth one for one. Sehr gut. Ja, ich hatte kein Mana für Flay, das war eigentlich das Hauptproblem, da wärst du direkt hingekommen. Wenn du sowas callst, wäre noch besser, aber so war auch schon ziemlich fancy. Ja, normalerweise würde ich sowas nie machen, das ist jetzt nur, weil... Ja, actually sind wir gar nicht am Gewinnen. Wir sind nicht ahead, ihr müsst richtig sagen. Wir sind nicht ahead, nee. Wir sind schon am Gewinnen, guys. Ja. Wir haben die ganze Mitte Turret. Ja, eine Menge Platten, Bottom, Top, stimmt schon. Machen sie den? Ah, das können wir contesten, wenn wir in Time da sind. Ja, ich hab den mythischen Kraftstachel. Ja, der actually swappen die vielleicht. Es könnte ja sein, dass die gesamte Botlane von denen kommt, ne? Beide. Ja, die haben nichts mehr zu tun, Bot. Das wird auch so sein. Ja, dann lass kurz chillen. Ah, Blitz ist hier, ne? Moment. Blitz ist, also... Ich bin sehr stark gegen deren Botlane. Also. Ich glaube, wir sind allgemein stärker in jedem Evenfight. Also der Muggel hier mitlehnen... Lux ist sehr viel stärker. Ja, aber die hat ja, kein Flash. Lux ist richtig ist One-Shot. Da müsst ihr echt aufpassen. Das ist ein sehr magischer Muggel. Ich würde hier gerne mal festchecken. Kannst Harold anfangen von mir aus? Komm jetzt. Ah, ich glaube... Aber I'm running it down, oder was? Da gehen immer 4 Leuten drin. Hab ich überlebt? Danke, Kani. Liebe. Bisschen. Direkt bei Kani mit dem Prime bedanken. Warte. Aber sowas. Ein da, oder? Ja. Ja. Oh, fuck. Ich kann, glaube ich, actually sidelane. Ich bin ultra strong. Und gut gegen beide. Ich bin gut gegen Lux und gut gegen Torvald. Ich Prime wieder zurückgezogen fürs Batman. Das aber halt machen. Kannst Spots halt gerne farmen, wenn du willst. Ich will ja Leandris gehen müssen. Ich mach 0 Damage. Okay, wenn du Top-Lane oder Mitte gehen Bot-Lane gehen willst, sag Bescheid, ich kann anpassen. Ja, also ich würde am liebsten eigentlich Mitte bleiben. Dann bleib Mitte. Das ist für mich am angenehm. Gut? Ich denke, wenn Brücke gut Zeitlane kann, das ist neues. Ich glaube, die PN 10, wenn die wirklich kämpfen wir wollen. Wir können dich nicht retten, kann die, ne? Oh. Kein Witz, 5 Sekunden. Schon mal oben. Oh, ich dachte, der Move da rein. Hat der Joker Flash? Ja, hat er wieder, wenn er nicht gegen Freddy geflasht hat. Lantern in 5. Ja. Okay. Oh, ich hab die Laterne verkackt. Ich muss raus. Okay. Oh mein Gott. Ist nicht schlimm, Marguerin. Ich hatte auch einen Lag. Seid ihr auch die Seed? Ja, ne? Bummel oder so, ne? Aber diese Laterne hat mich die Laterne war horrible. Gekillt. Ja, mich auch. Mein Brain auch. Gefried. Ach so, warte, du blendest meine Laterne ja. Mit Flash. Nee, das nehme ich nicht mit. Nee, das ist aber leicht, ne? Das nehme ich nicht mit. Die Laterne ist also das wäre viele. Die Laterne ist auch schuld, dass ich die Lane verloren habe. Komm. Das Ding ist, von mir ist man das gewohnt. Junge, sie ist so alpha. Ist ja schrecklich, hatte die wenigstens. Die Wand wurde jetzt einfach dicker drauf. Gemacht letzten Patch. Ich dachte, weil sie so alpha und drauf blind gemacht, aber noch Full Vision, I guess. Was? Ey Leute, danke für eure ganzen Primes. Ich liebe euch sehr. Aber nach dem Play, nach der Laterne, fühle ich mich nicht mehr worthy. Guck mal, da ist ein Ward, den du killen kannst. Kriegst du Gold und XP. Guck mal, Grün, da ist eine Wand, da kann man drüber flashen. Ich bin darüber geflasht. Ah, 5 Gold genommen. Du Kleiner! What the fuck? Dragoon spawnt. Wir haben 2, der dritte wäre voll gut. Da haben wir den Seelenpunkt. Dann lass den Ring nochmal holen hier. Fate ist top. Danke, Leute. So. Okay, Blitz ist hier. Oh, die. Du kannst gerade rotieren. Vorsicht. Ein Hunk.
Die müssen den schon geben, oder? Ja, die werden contesten, pretty sure. Sieht so aus. Rocket 5. Einfach front to back, oder? Oh, okay. Mein Gott. Das ist. Ja. Front to back. Oh fuck, hätte noch geflasht. Da ist Sugar noch mit der Wand, ne? Ich glaube, viel Glück ist, dass wir tun da sein können, oder? Nice. Oh, Sugar knockt auch. Das ist eben überhaupt nicht mehr gut. Oh, das kann die Blast genug, Algorithm! Nein, ich bin tot. Die haben keinen Jungler. Okay, okay, okay. Wollen wir gleich noch contesten? Wir haben auch Fiest nicht mehr, der macht kein Fiest mehr. Willst du. Also, dann kriegt welche hier rüber. Ja, die Luke ist gar nicht mehr da. Warum? Ja, die denken halt, ihr contestet nicht. Weil die noch. Die haben ja. Also lass kurz chillen auf TP, lass kurz chillen. Jetzt kommt sie. Bitte mal ein Wort hier, Freddy. Ja, da, ne? Ja, ich stell mich mal hinter dich, will nicht geguckt werden. Schön. Du hast doch einen Busch. Jetzt können wir rein. Der Chugat hat keine Ulti, der hat mich gerade genommen. Ich glaube, ist sehr gut jetzt. Oh. Lux ist im Pit. Die wird von Drake gemangelt, oder? Ja. Hate Flash? Immer noch im Pit, die Lux. Zu die? Was? Immer noch im Lux Pit, Lux ist jetzt Flash, was das ist rausgeflasht. Dankeschön, Blitzcrank, du bist so ein netter kein Flash, Kerl. Kein Flash, Lux. Wir haben jetzt die Lux. Okay, und Brocky! Let's go. Nein, nur Dragon, oder? Actually. Warte, was seht ihr, Spino? Ja. Na gut, schwamm mal. Ich geh mal ein neues Bild hier, gucken, wie sich das anfühlt. Kate und Lux haben gerade geflasht in dieser Auseinandersetzung. Not bad. Ja, der hat mich aber gerettet. Ich bin gerade von einer Trap in eine andere Trap, in ein Lux-Binding, in die dritte Trap. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, Mann. Den ganzen Tag schon. Ich stehe neben mir. Ja, du hast 5 Games, du musst überleben und dann ist das gut. Ja, dann mach ich noch 5. Ja. Die enden hier River, Vanish. Was gut ist, wir haben spät gestartet, wenn ich nicht sofort gewinne, sondern direkt danach ein Game, ne? Können wir warm bleiben. Ja, wenn wir gewinnen. Erst hast du gewinnen, Sweeper, Argorin? Ja. Ich hab keinen Sweeper. Achso. Warte, dann lass schon krass. Wir müssen schon einen Wards haben, Ingo. Okay, den Red Wards. Hier? Nautilus? We fight in Mist. Let's go, let's go. Ich hab TP in 2 Minuten. Ja, ich. Wow! Okay, das ist natürlich sehr cool. Oh, hallo. Oh! Die Carries haben beide keine Flashes. Lux. I will not heal! Ja, wir sollten wahrscheinlich Nash machen jetzt. Lass hier noch und das auslösen. Kannst du machen. Agurin. Ja. Yeah. Ist das ein Turner? Nee, oder? Ich kann followen. Aber nein. Oh, actually, die haben Cho'Gath, wir müssen ja turnen. No Flippity Flop, guys. Wir sind so weit ahead. Block für Brücki, Blocking für Brücki, Dying für Brücki. Ich flashe rein. Oh! Oh mein Gott. Das war falsch rum. Ach man, ich choke so. Also ja, die Choker, die Nautilus Ult war so ein bisschen. Lieber Critical Damage. Die Frontline von denen ist ja anders, Beefy. Holy shit. Nein, ich hab einfach. Nein, ist doch egal. Ich kann Damage machen, ne? Aber nur wenn die Nautilus Ult nicht reintragt. Ich komm, Freddy hat ja einen Tanzkurs, what the fuck? David ist nicht gerade reinkommen. Oh, der Step gefällt, ups. Der Apfelschorle, Engel, da war er. Okay, 2. Nächste Fight wird Apfelschorle gespielt. Ich hab nichts anderes mehr, mein Kühlschrank ist leer. Willst du was von meinem haben? Hier ist noch ich mega viel. Ich brauch, also wenn du Red Bull hast, ich brauch 3 oder 4. Komplett voll mit Red Bull. Ich brauch 3 oder 4. Ja, soll ich sie dir rüberbringen zum Tisch? Na, jetzt spielst du erstmal das Game, ich hol mir die nachher schon. Es gibt keine Treats von einem Win. Was ist denn los mit euch? Wann pennt er? Das ist eine gute Frage. Das ist das Schlimmste bei mir gerade. Wenn ich meine Ult hätte. Ja, wäre ja auch nicht. Noch nichts. Ich hab richtig Hunger. Wie sind denn die Carbonara von unten immer, Tolkien? Das ist sehr lecker. Gut. Sehr lecker. Die werden dann besser. Heute auch. Können wir aufhören, über Essen zu reden? Ich hab jetzt so Hunger. Freddy kocht Carbonara für uns? Ja. Ich würde für euch Carbonara kochen, ja. Aber würden wir die auch essen wollen? Und ich weiß nicht, ob ihr sie überlebt, aber ich würde sie für euch zubereiten. Also es wäre jetzt nicht das erste Durchfall-Event hier im Bootcamp, von daher. So. Sag mal, meine Kochkünste sind gefürchtet.
Ja, Schwerpunkt für Seele. Ich will nicht wirklich für Nash spielen. Gegen Shogun mit Dingens und Lotte, das auch. Also vielleicht können wir jemanden von den Bots zwingen und dann kriegen wir den Maybe for free. Mal gucken. Ja, das ist auch so richtig, so Triple Tank ist auch so richtige MSI-Kombi. Wenn wir nichts machen, gehe ich im Base. Ja, mach das. I would say, I guess. Also Maybe könnten ein Tank und ich. Ich bin... Die werden naschen, Leute. Ja, ich finde auch hin. Ja, das sagt, ich hätte jetzt 10 Gold auf mein Item warten müssen. Oh. Wäre das überhaupt verhindern? Gut, das ist spannend. Ich glaube, wir haben nichts benutzt. Ja, das gar nicht. No. Aber, no Blitz wir da, aber wir geben einfach ein Spiel für Seele. Nein, ihr gebt nicht. Nein, ihr gebt nicht. Wir haben sehr wenig Schaden, also ich könnte ruhig langsam spielen. Habt ihr schon von weg, Lux oben? Nein. Der ist bei 6, 7 Karten. Oh, Brücki mit dem fucking... Für Brücki hab ich's nicht geblockt. Komm zu Brücki. Rettet Brücki! Okay, jetzt glaube ich verliert ihn. Fighten. Kennen. Wir haben das. Das sieht sehr bad aus. Aber ich bin jetzt gleich am Leben. Ich glaube, es wird schwierig für den nochmal neu anzufangen. Aha. Sehr gut. Oh. Wir haben die abgehalten, immerhin. Wir müssen ein bisschen näher. Also im Optimalfall bleiben Brücki und ich zusammen, glaube ich. Ich glaube, ich kann das spielen. Weil, ich mache nicht so viel Schaden, du hast den Damage aktuell, aber ich habe viel Utility halt. Ist das nicht unser Nash jetzt einfach? Ja, das könnte sein, ja. Ich glaube, das ist aber unser Nash. Du musst den tanken, Kani, ne? Einfach ich durchziehen. Ich wollte das wirklich machen. Wir haben Lux, den one-hitten kann, Shogun mit Flash, Norton ist. Okay. Wir scheißen auf Vision, oder? Ich habe die PS10. Wir haben Mental Vision entwickelt. Ah, du musst es tanken. Das ist sehr risky. Ja, ist schon Statement. Das ist nur ein Statement, Nash. Du traust dich? Gut, komm. Nice, damit leben. Stark. War der schnell tot am Ende. Holy shit. Als verlieren wir Soul, ne? Also wir kriegen sie nicht. Wir sollten top pushen. Ja. Jetzt top pushen. Ja, in Mitte. Der Blitzkrieg hat keinen Flashcard, ne? Nö. Geht jemand von euch Bots? Das ist, glaube ich, zu riskant, weil die Wave ist da vorne und die man Drake halt, ne? Aber die werden jetzt gleich zu mir kommen und dann, wenn jemand schon mal Botlane ist und direkt anpushen kann, wäre das sehr gut. Aber da wird irgendwer da hin. Also, aber auch keiner von uns ist tanky. Ich kann da hingehen, aber nur nicht jetzt. Ich werde über die Wand gucken, maybe. Ah! Ich habe meine W. Ich bin in 8 ab. Ja, genau. Lux ist jetzt top, jetzt können wir Mitte oder Bot spielen. Ich werde die Wave wappen, wenn jetzt. Ja, ja. Vielleicht können wir danach runter rotieren, Freddy. Wo ist der Wave schon weg? Das ist gefährlich hier, ne? Nein. Kannst du probieren? Ich glaube, ich sehr safe. Komm. Ich komme. Blitzcrank. Der hat Flash. Jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir den chasen dürfen. Passt mal auf, ich bin noch nicht da, ne? Ihr seid noch 4-5. Ihr seid 4-5. Ja. Ihr seid 4-5. Ah. Der bleibt dann eh mehr. Versuchen, ihn wach zu halten. Schön. Gut. Ich kann Mitte bleiben, ihr könnt Bot rotieren. Ja. Aber ich nur neue Cannon Wave. Blitzcrank ist down. Nautilus kein Ult. Ich bin jetzt auch endlich wieder da. Gott, hier unten rein. Wir sollten diven, glaube ich. Oder halt den einfach nehmen, ne? Ja, wir kriegen. Also, sie lassen uns gerade einfach. Ich hätte eine Mitte Wave. Ich bin mittlerweile recht low, Boys. Ach, das war's, oder? Ja. Yay. Ja. Not bad. Ist so einfach, ne? Ja, ich habe aber auch gewusst, dass ich keinen Leandris habe. Das ist einfach sehr, sehr dumm. Das ist einfach so. Wir hätten so viel mehr Damage, wenn ich Leandris hätte. Ich guess, ich sollte Banshees gehen. So, jetzt der Pentakill. Das war der Call, ne? Ja genau. Jetzt ich hab alles. Ich hab alles, was ich brauche. Aber sonst nichts. Ja, das heißt nein. Wir müssen, glaube ich, die Kate zuerst killen. Oder Lux. Weil die ist die einzige, die dich killt, ne? Ja, ich mein, Lux killt mich auch. Ja, die Lux killt dich vor allem, ja. Wir müssen die Combo rausbaten. Und dann können wir. Ich will einfach 5 Man Top. Oder Mitte halt. Also. Maybe Face checkt hier mal. Also Top ist halt noch der Turret. Xanthe kann ja jeden Hook tanken, also können wir eigentlich nicht gehookt werden. Ne? Wenn wir hinten dran stehen. Ich? Wir siegen ja nicht gegen die, oder? Ohne Nash. Ich glaub auch nicht dafür. Ohne ja, wahrscheinlich Nash. Nicht. Also wir sollten. Die Lux, die sind halt hier. Wir sollen wahrscheinlich breit aufstellen. Ich glaub, vielleicht sogar alle drei Lanes spielen. Ja. Soll ich runtergehen? Runterbrücke, oder? Ja.
ich glaube, Gruppen bringt ja nicht so viel gegen Lux. Okay, ja, hast du wahrscheinlich recht. Blitzcrank gar keinen Hook. Ich glaube, ich farm den Jungle so lange, es passiert glaube ich nicht so viel, ne? Ja, ich bin einfach nur die Lifeline. Drei Leute Bot gerade. Also Bot Mitte. Ich hab auch nochmal einen Needless Lina gehört. Ja, der Top-Turm bisschen hitten. Blitzcrank Nautilus sind hier ein Hook. Eine Wall ist Charge, nicht bad. Boah, ist der, hat der viel Tenacity, what the fuck, der war auch nicht gestunt. Ich glaube, wenn es schafft, wenn diese Waves zu kleinen, werden wir sogar Progress machen. Wir haben eine gute Top-Wave gleich, ne? Ja. Wenn ich hart pushe, ist Top-Wave zu meine Laterne weniger cool. Ja, das stimmt. Vielleicht kannst du den Turret nehmen. 6 Sekunden. Ich kenne aber auch nicht gerade leider, ich mach nicht so viel Damage gerade. 2. Oh, die gehen Mitte vielleicht rein, aber ich glaube, das wäre End. Oh, das sieht sehr gut aus. Oh. Okay, Thorn. Okay. Wir könnten hochrotieren. Wave ist schon weg. Wow, macht die viel Damage. Holy shit. Wollt ihr enden, was eigentlich der Plan? Ja, Triple Inhib, oder? Okay. Wave kommt. Wave kommt, Wave kommt, Top-Lane. Achtet auf die Hook Brothers. Ich hab noch rote Welt. Okay. Einfach nur in der Luft. Schön, Leute. Sehr schön. Oh, schön, ey. Oh, okay. Aber war lustig, war lustig. War ein gutes. Ja, Arme. Ich glaube, wir hätten das actually fast verloren, ne? No? Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch, actually. Ich glaube, mit No Point. Ich glaube, wenn wir den Nash verlieren, könnte es knapp werden. Der Nash war schon sehr risky, ne? Ja, schon. Weil sie uns dann einfach diven, ne? Die Flex, also einfach zu sagen, ja, die Gegner haben Cho-Ult, Lux-Laser und Smite. Wir machen den trotzdem. Ich weiß, ich glaube, das war ein bisschen riskant. Yep. Leider kein Bento. Ich habe genau 50. Ich pick noch eben und dann komme ich hoch. Ach, machst du? Du kannst mein Geld mitnehmen. Du kommst bei mir vorbei und holst Geld ab bei mir. Okay. 20, 30, 40. Ich habe genau 50. Wie gut sind die? Diamond. Oh Gott. Irgendwelche Bands, die ihr wollt? Z. Der war gerade ganz in der Schlacht, nämlich. Nee, der ist aber gar kein Z-Man. Ich trotzdem sicherheitshalber schon weggebannt. Einfach auch nur, ja, um dem Namen Respekt zu zollen. Der spielt sehr viel Yasuo, spielt er. Pick mal ihn weg für Botlane. Also, ich habe jetzt Angst vor der Antwort, aber haben wir mittlerweile Emilio gekauft, um ihn first picken zu können? Nein. Nee. Was soll ich bannen? Sorry. Gut. Kani, das erste Mal im Game, was ich mache, ist Milo kaufen. Ich schwör's dir. Tut mir leid. Es ist okay. Mate, bei mir im Zimmer liegt auch noch eine Matratze auf dem Boden. Was denkt der Ding, wenn der gleich kommt? Was soll ich bannen? Yumi. Yasuo. OTP. Ja, gut. Ich hätte den Botlane gespielt, aber wenn ihr nicht wollt, müsst ihr selbst wissen. Was, du hättest den Botlane gespielt? Ich hätte den Botlane gespielt. Als Takeaway. Verlocken. Sehr froh, dass der gebannt ist. Aber den muss er jetzt mit Gale Force spielen, der ist schon keine Hype. Ja. Graves ist gut gegen Javon, ne? Ja. Ich glaube, Graves ist allgemein sehr gut aktuell. Ich picke einfach kurz irgendwas für mich, ich bin gleich wieder da. Komm. Das wird schon funktionieren. Wait, Milio. Ach, du hast Milio ja auch nicht. Ach. Das ist ja so, wir können ihn nie first rotieren. Emilio ist noch offen. Die scheinen auch wieder für einen tatsächlichen Draft zu gehen, ne? Ja, schon wieder ein Problem auf Schein jeden Fall. Scheint für einen Draft zu gehen. Das ist schon direkt wieder ein Struggle, ja. Und wir draften einfach wieder normal Top to Bot durch. Also ich kann euch sagen, mein Griff ist sehr scheiße. Ihr wisst, dass wir kein Game droppen dürfen eigentlich. Ja. Oder kein wir Game droppen sollen. Wir dürfen kein einziges Game verlieren, ja. Also es hieß, wenn wir Glück haben und andere verlieren auch, dann darf man vielleicht eins droppen, aber... Aber nur vielleicht, ja. Ne? Okay, das Javon und Shen. Javon und Shen. Kannst du mir Varus picken, theoretisch? Wir können flexen, wenn du willst. Ja. Das ist echt ein guter Pick, ja. Ja, let's do. Die werden jetzt einfach Milio bannen, oder? Jo. Bann mal Lulu. Ja. Wie ist denn Milio mit Ciri? Funktioniert das auf der Q? Ja. Milio mit Ciri. Ob du den Range-Portal bekommst, weiß ich nicht.
Okay. Was denn? Aber mit Zerika soll Legend alles spielen, so gut wie die aktuell ist, oder? Ja, aber Lulu ist schon am ätzendsten. Was noch aus der Lulu? Was gibt's denn noch? Ja, Melee oder? Ah, ne, die haben ihn rausgenommen. Hm. Was ist gut mit Ceri? Janna? Janna. Sona? Wie ist Sona, Karma, irgendwie sowas? Ich denke, Janna wäre für uns gut gewesen auch, aber. Okay. Mal gucken, was die Mitte spielen. Wir können theoretisch, können wir ja auch sowas wie Nautilus selber Mitte spielen. Wir haben sehr viel Schaden. Wir auch Doppelfrontline sein. Wollen wir Varus Nautilus Flex machen? Oh. Ja, ich gegen Sirius Nautilus fallen. Ja, gegen Sirius Nautilus fallen. Auch super. Brücke kann den AD Carry spielen sonst. Den Nautilus, ja. Den Nautilus. Also ich mache jetzt bei mir im Stream gleich ein Donation Goal auf, um die Schulden wieder zurückzuholen, die ich mich hier stürzen musste. Nächstes Mal, wenn wir im Restaurant sind, gebe ich dir ein Wasser aus, okay? Leitungswasser. Aber ohne Sprudel. Rackern wäre hier crazy gut. Ja, was wollt ihr, also Nautilus mit ist völlig fein. Ist nicht optimal? Nee, wir sind viel zu AD heavy und wir haben zu wenig Damage mit Nautilus. Wir gehen Nautilus, Varus, Botlane. Ja. Ich dachte, Varus macht AP. Varus macht AP. Also spielst du ihn auf Attack Speed, ne? Gib mir Cassio. Ja. Okay. Oder Syndra. So, ich bin gleich dran. Kani. Ja, aber dann finde ich, ein bisschen zu viel AP. Ich kann ja anpassen. Ich muss ja nicht AP gehen. Gehst du Jumus? Ja, lass Jumus Brothers sein. Wieso? Aber Ornn ist doch. Ornn, nee, ich will einfach. Physical. Ich will einfach Crit-Bild fahren. Ist nicht die beste Variante, aber ist auch eine Variante einfach. Geht schon. Also Full Crit-Bild meinst du? Ja, ich werde bauen wie normale ADCs halt auch bauen. Ist okay. Okay. Actually, muss ich jetzt schauen, was ich baue, ne? Wieso? Du willst einfach Jumus, oder? Und dann einfach Jumus gehen. Nee. Warum nicht? Also, ich weiß ja nicht, was danach. Was habe ich denn letztens gesehen? Noch ein Jumus. So, Jumus, Lord Dominix? Also, ich sehe Jumus. BT. Blector. Ich glaube, der hatte alles, was Damage macht halt. Hä, wie kann der Jumus und Eclipse haben? Ach, das ist von der Monat. Nee, kannst du nicht. Das ist von der Monat. Die sind beide mythic. Ah, er geht Collector hier. Collector, ja, genau. Collector habe ich auch gesehen. So, sorry, ich bin da. Willkommen zurück. Danke dir. Ja, Leute. Also ja. Ich kann euch sagen, einen von denen kenne ich aus der Solo-Queue. Das hat Geld immer noch nicht hochgebracht, oder? Was haben wir? Das Geld immer noch nicht hochgebracht. Aber ich glaube, wir können jetzt auch sehr schlecht pausen und sagen, ey, wir müssen mal kurz das Geld hochbringen. Dann müssen wir einfach schnelles Game machen. Sehr schnell. Wir haben circa 5 Minuten. Jetzt ja. Doch was bestellt bei Italien oder wie? Oder wieso hochbringen? Wir haben was bestellt, ja. Aber wir hatten Paypal-Probleme. Also es stellt sich heraus, dass mein Paypal-Konto war gesperrt. Okay. Ach so, ihr habt einfach bestellt, okay. Also wir können jetzt pausen und ich sprinte hoch. Ja, das sollten wir machen, weil sonst wird es awkward in-game. Oh, Jungs, ich bin gerade am. Meine Tastatur geht gerade nicht mehr. Können wir kurz pausen? Okay, geht nicht, machen wir kurz Pause. Ah, scheiße. Okay, kannst du mal kurz das Werkzeug ich kann mir eben, aus. Ich kann eben die Tastatur mal anschauen. Hol du mal das Werkzeug von Essen Freddy da. Wait, hold on. Ja, ich habe hier oben den Schraubschlüssel. Das wäre sehr wichtig, ich wenn habe du den oben. Schraubschlüssel. Ja, genau. Ach so, du musst ja von mir auch noch Werkzeug holen. Ja. Stimmt, hier. Ach, hier hast du Werkzeug von mir. Das Zweiereisen mit rein. Genau, jetzt wir haben das Werkzeug, jetzt geh zu Freddy und hol das Know-how, wie ich das Werkzeug benutze. Aha. Ich hoffe, ich höre das überhaupt, wenn der hier klopft. Ja. Aber die wirklich einfach zum Zimmer nach oben? Das ist ja so ein Service. Das ist ein bisschen leise gemacht. Oh, wir müssen neun Leute auf einwarten. Genau.
Mal den. Das. Dann den. Ja, das reicht ja. Danke für den Schraubzug. Ich habe die Musik jetzt leise gemacht. Aber ne? Man muss ihn ja wieder mit runterbringen. Ich muss jetzt meine Tastatur reparieren. Okay, ich habe das Werkzeug. Jetzt musst du noch deine Tastatur hochbringen, Kani. Oh, stimmt. Ist das eigentlich das erste oder zweite Game heute? Das ist das zweite. Wir haben noch vier, das ist also, ne, noch drei das nach dem. Das erste hier. Oder zweite Game. Also vier, basically, ja, ist recht. Einfach das erste Game weggedrängt. Na, ist ja gut, ist ja gut, haben wir noch einen Tag. Gut, dass wir so schnell lösen konnten, ne? Also, ja. Activated. Sind wir ready? Bist du bereit oder willst du kurz zuordnen? Danke, dass ich meine Tastatur jetzt reparieren kann. Was ist das? Das ist die reparierte Tastatur. Meint ihr, wir lügen euch an, oder? Was zur Hölle ist das? Wir reparieren die Tastatur. Mit. Oh, sie geht wieder. Der Akkuschrauber hat geholfen. Ja, perfekt. Jetzt sind wir ready. Wait, what? Ich dachte, das war alles nur fake. Ja, ist es auch. Nee, ist auch egal. Rein. Ich weiß nicht, ich bin mir als Fake beschuldigt. Das ist echt krass, ja. Von den eigenen Teamspielern. Das ist ja wirklich sehr weird. Aber ihr hattet gerade echt einen Akkuschrauber dort. Nein. Hey, natürlich. Ich hatte gerade einen Akkuschrauber. Ja. Es klingt doch so ein bisschen, als würde Brüki irgendwie so in einer Kartensonne schlürfen. Jetzt nicht mehr. Aber das ist doch 100% ein Akkuschrauber. Also. Wer macht diese Sounds? Hast du ein Soundboard oder wie? Ah, wait. Das könnte sein. Es gibt bei Discord jetzt mittlerweile ein Soundboard. Aber wir sind im Teamspeak. Ja. Ja, deswegen ist ja ein echter. Sag mal, denkt ja, wir lügen euch an. Was ist das? The fuck? Denn? Minions has spawned. Bin ich echt enttäuscht, dass ihr so eine tiefe Meinung von uns habt, ne? Möchte ich jetzt auch mal angesprochen haben. Ich habe extra den Akkuschrauber den ganzen Morgen heute aufgeladen. Ja. Du hast ihn mir gebracht und ich habe ihn wieder runtergebracht gerade. Klasse. Level 3 müssen nicht sterben, Kani. Ja, wenn ich bis dahin nicht gestorben bin. In-game, und die in-game, haben noch einen coolen Level 2 Engel und so haben die, ne? Ja, du hast schon Danke euch geschrieben. Ich wollte sofort. Die können uns schießen, sonst. Wir gehen für Prio, ne? Ja. Wobei wir. Shen ist Hardcore-Leashing wahrscheinlich. 6 Qs. Scheiße. Also der wird sehr viel früher als ich sein. Dann. Ich gehe hier für Hook? Nicht Level 1, Level 1 super weak. Ich glaube, XG Sales ist stärker sogar als. Ja, und vielleicht auch stärker als ich. So halten können ist schon übel gut. Jetzt kann ich, warum ich Grave spiele statt Kindred. Weil Grave so viel einfacher zu spielen ist, aber. Grave ist einfacher zu spielen? Nee, Kindred ist einfacher zu spielen. Ja. Die sind beide aber schon sehr schwer. Ja, aber Kindred ist einfacher, finde ich. Ich meine, Grave ist einfach mit der schwerste, würde ich sagen. Nidalee vielleicht noch schlimmer. Aber. Der Jab, der kann schon sehr gut cheesen, ne? Mhm. So early gank meine ich. Ja, du bist mit Ghost fein. Ich habe leider einen sehr schlechten Ward gestellt. Es sollte eh Botzett sein, also ich hoffe, du bist fein. Botzett hat auch. Oh, ja gut, also Botzett ist quasi auch gepult, oder? Auch nein, das war. Also maybe war das Double Fake, aber dann wahrscheinlich doch hat er der Shen gepult, oder? Würde ich auch vermuten. Okay, dann lass die Wave drücken und wir chillen. Er sollte ja auch eh nicht für seinen Tank Lane spielen. Er hat Damage genommen, der Shen, was schon ein bisschen sus ist, aber. Maybe? Hast du das sollte nicht? Jetzt fertig also sein, aber. Ich gerade zu zweit. Ja, lass mal kurz aufpassen. Vielleicht das, dass er überhaupt voll klärt, ist schon. Komisch. Ja, sagen, das sollte er machen. Ja, ja, aber. Also, weißt du? Wir haben achso, er ist ja. Mhm. Er hätte schon auch gerne langsam aggressiver spielen. Ja, seine Crux sind also, gone. Walk mal ab, Rücki. Ich gehe davon aus, dass er Base gegangen ist. Ich nehme trotzdem mal Top Crab, ne? Hab sehr viel Pressure. Die da, ich stehe da. Yeah, der hat oben angefangen. Okay. Also Spiel. Der war schon Base, also er war Tempo-Base. Stärker als ich.
Der läuft über Mitte in die Botzer, ne? Also wenn sie abwocken, werden... Also der muss Botlane laufen, ne? Actually, soll er mitdiven? Wenn du es reinbekommst... Kann natürlich sein, dass der... Ich glaube das. Wait, Leute, er ist über die Mitte. Was ist das? Aber das ist ein sneaky Spieler, ne? Nice! Ich kann mich nicht hier raus. Nice. Au. Ja, die Wave ist leider hurig. Oh, er war wirklich so ganz, ganz close von Fred, ne? Aber ich glaube, ich krieg's hier. Der läuft jetzt gar nicht hier lang. Ja, nehmen wir trotzdem. Der Thresh hat killed. Siri hat alles geused. Piss. Also, actually, der kann nicht hinten lang, oder? Der müsste schon sehr wild hier rüber gehen. So nett. Nice, clean. Nice. Ich darf das eigentlich so sagen? Ja, klar, sagen die auch so. Ja, aber du ahmst es denen ja praktisch. Na, ich bin immer sehr verunsichert mittlerweile. Nur wenn ich Hyora spiele, wird auch der schlechte französische Akzent ausgepackt, glaub mir. Ja, bei mir auch. Ich weiß aber nicht warum. Eigentlich ist Hyora doch überhaupt keine Französin. Doch klar. Doch, ist sie, ne? Ja klar. Ist sie? Früher waren ihre Voice Lines alle mit französischem Akzent. Hieß sogar irgendwie Dilgar oder sowas. Irgendein französischer Nachname ist doch die noxische, die demasianische Familie oder so. Aber also safe. Demacia ist Frankreich? Nein, aber Hyoras Familie ist französisch inspiriert. So würde ich stehen lassen. China 6, by the way. Wie geht man Raptoren als Graves, ey? Fresh is missing. Du musst mit der hart reinfahren, Freddy. Dann ist die Ult down und können wir unten Party machen. Echt so, Freddy, baite mal die Shen Ulti fürs Team. Also im besten Case pushen wir Botlane Wave und machen einfach Dragon, oder nicht? Ja. Na gut. Ohne irgendwie also aggressiv zu spielen. So. Wenn Freddy nicht das sagt, nicht das, was macht ich. Wenn Freddy nicht das tut, was du bist gegankt? Ja. Die killen dich jetzt gerade, ne? Ja, nein, ich bin nicht die Seed. Nein, ich bin nicht die Seed. Ach so. Ich bin ein Inter. Ihr habt gesagt, dass die hier sind. Wisst ihr, was Freddy gerade gemacht hat? Nicht Chat, Team. Der hat sich gemutet und hat irgendwie über sein Solo-Kick geredet. Ja. Und dann hat nicht aufgepasst, was passiert. Dass keiner da typt. Oh mein Gott. Aber wir haben alle nice gesagt, hä? Argon war richtig komisch. Hä? Ja, wir haben alle nice gesagt. Wir haben es sogar gehalten. Nein, ihr wart so, aber bei mir im Chat hat einer geschrieben, yay. Und da war ein Tilter. Und deswegen bist du jetzt, also deswegen stirbst du jetzt. Ja, ich sterbe wahrscheinlich, ich outplay das noch. Ich hab Pause, ne? Die haben ready gesagt. Ich outplay das noch. Du bist Level 5. Also actually, wir sind Level 6. Oh, wir sind Level 6. Outplay. kommst du mit, Kani? Ja, wir fighten rüber. Ja, wenn ihr beide kommt, wäre das sehr geil. Dann können wir direkt sogar vielleicht Dragon anfangen. Oh mein Twitch, ich komme euch gleich holen. Jetzt feiern. Warte, ich hab... Einmal Chat flamen. Chat ist schuld. Gute Haltung. Hast du Chat. Komm rüber, du willst es doch auch. Wir sollen einfach anfangen. Geht wer zur Ari? Hat die Ari Ult? Die sind alle ich hab zwar keinen Smite, aber Ari hat keine Ult, deswegen sollten wir es mehr gewinnen. Der sieht nach fucking Grief aus. Ne, wir kiten ihn gleich raus und dann killen wir den Dingens. Oh, wir auf Ari, auf Ari, auf Ari. Chen hat Ult. Killt ihn fast. Ja. Jetzt kommt Siri, Achtung. 5 Sekunden Aufruf. Die machen gar nichts. Ja, jetzt den Dragon. Bei aller Liebe, Kani, vertrau mir. Ja, tu ich. Dein Smallscreen war insane. Du hast komplett recht. Actually, der hat das einfach nicht gesehen, ne? Sonst wäre das geflasht. Und dann wären wir wahrscheinlich alle gestorben. Na, also sorry, aber ne Ari, die höher als 200 LP ist, lässt sich da nicht so catchen. Ja, natürlich. Das habe ich natürlich einkalkuliert, ne? Wie viel LP die hat. Mm, ja. Die kleine LP. Da ist der Dragon als Mindset. Kani, safe way. Oh, die Augenringe! Okay. Okay, kranke Tankmaschine. Wir müssen alle Tolkien hypen, weil sonst rennt der auch gleich runter, weil er sich bei seinem Chat beschweren muss. Klasse, Tolkien, du Maschine! Chat, ich will auch einen von euch haben. Juhu, man! Willst du eine Bohrmaschine haben? Nein, danke. Ah! Also jemand muss mir das wirklich erklären mit dieser Bohrmaschine, ne? Also wirklich. Ich bin confused. So confused. Okay. Warte, bei meinem Lead-Desk sind leider nie Schrauben locker, deswegen brauche ich die eigentlich nie, aber ich hätte sie dabei. Du verarschst mich, warum hast du das? Der ganze Chat hype, ja, Alter. Also sie haben jetzt aktuell keine Shen Ult. Was haben sie nicht? Keine Shen Ult.
Das jetzt könnte ein rein Farplay Botlane sehr attraktiv sein. Das wollte ich hören. Stormraiser Varus. Oh Mann. Was ist denn mit der Tastatur? Ich hätte schon lange damit aufgehört, aber es ist zu witzig, dass Anguri nicht dahinter kommt. Wir stacken Wave, wenn wir schön Dive botteln. How about that? Ja. Die Frage ist nur, wie viele Camps ich nehmen darf. Wahrscheinlich alle, oder? Oh, ich brauch die Cannon Minion Shape für Wards. Nicht so viel Champ. Wer von denen kann Mitte sein? Oh, ich bin doch wahrscheinlich. Ja. Drei Mitte? Die kommt doch komplett. Hinten, ja. Ich mach Romp nicht. Ich hab damit auch nicht gerechnet, die einfach so vorsteppt. Ich bin auch mal. Die kommen runter. Ja. Ja, soll kommen. Push die Wave noch, ne? Lantern ist schon raus. Lantern ist schon raus. Und dann facen wir sie hier. Nein, einfach direkt diven. Direkt diven. Okay. Ein Ult. Oh, wait. Actually, das ist awkward, ne? Nee. Nice, schön. Nächste Wave rediven? Ja. Vorsicht, Ari, Missy. Hat die Ciri gerade geflasht? Denk an Stand United. Also jetzt haben sie es, ne? Aber wenn Chen Ulti hat, diven wir. Chen hat doch noch nicht Ult. Ja, das flippen das jetzt nicht hat. Aber wir finden es raus. Ich denke. Der Chen kann nicht ulten, er ist tot. Warte noch. Jetzt. Ich spiele ein paar Fresh, oder? Okay, das, wenn ich das noch überlebt hätte, das wäre illegal gewesen, aber das war sehr nice. Mit das Missing. Wenn er mich tötet, das ist seine Schuld. Mit ist wieder da. Doing a little griefity. Wir könnten Instant Herald spielen jetzt aus meinem Base. So, ja, sorry. Ja, die will mich hier wahrscheinlich. Auch zu wenig halt für dich, Kani, oder? Ich musste gerade meine Kettensäge ölen. Das war... Verständlich. Ey, was machen wir? Wir pushen einfach aus, push, oder? Ja. Hey, ich hab die Mini einfach trotzdem killt. Ja, möglich. Hätte die FTPen können, ich trolle. Ciri hat. Ciri kann Wort den Moven. Der kleine Bodyguard, der um mir steht. Glaube. Hat die Ari Ult? Ja, die hat noch alles. Dann ist der gar nicht so einfach, ne, der Herald. Was? Ja, die trotzdem haben machen wir uns auch eine sehr overpowered. Kein Ult für eine Minute, so. Du wirst trotzdem Mitte ist, einfach zwei Minuten. Mitte ist missing, wahrscheinlich aber Base. Nein, die konnte jetzt so nicht. Er hat Chen Brücki, er hat Chen Ult, er hat Chen. Mhm. Ja, Brücki, du musst aufpassen, du wirst gleich gecrossed mehr. Oh mein Gott, Lian, das kostet ja jetzt mehr. Und ich bin aus der Base gelaufen, ich hasse alles. Hast du einen Pinkwort gekauft ist stattdessen? Brücki, du bist das cross play, ne? Ach, ich bin wirklich cross play. Ich dachte, die cross halt nicht so. Also ich hab's jetzt. Ja. Ja, da hast du die LP falsch eingeschätzt, ne, Brücki? Das können sie noch. Das können sie anscheinend schon, ja. Ich dachte halt wirklich, die würden jetzt irgendwo im Jungle rumgimpen oder so. Sie waren halt late auf dem Play, aber sie waren da. Was zur Hölle ist rumgimpen? Nicht zu halt, ne? Ich komme über Mitte. Ich weiß nicht, wo die ich glaube nicht, dass wir die killen können. Vielleicht können wir sie chunken und dann heralden. Der Thresh ist hier bei mir. Bedenkt, dass Stand United? Bei mir ist der hat keine Laterne, actually. Aber es ist ein schlechter All-In. Okay, das ist recht. Ich will einfach Herald jetzt einen Dragon machen, oder? Darf ich noch einmal wählen? Ich hätte einen ganz Leandris. Ich hab schon gesagt, also den brauchst du das Gold ja nicht. Ja, kriegst du, ne? Ich brauch da nicht. Wait, kann ich ihn dafür? Du darfst, ja. Oh, plus 250. Aber lass Speedrun machen, wir müssen nachher. Wir müssen hier nach. I mean. Na gut, ja, lass Speedrun machen. Ich smite mir keine Sorge. Botlane diven? Ich hab Shen sehr gepressured, es ist schwer, Spring zu ulten. Ich hab keine Ulti, though. Ich hab meine gerade aus Versehen gewastet. Mhm. Ich werde jetzt 20 Sekunden wieder pressure, ne? Ich hab jetzt noch keine Pressure. Wave ist weg. Einfach Thresh. Den kannst du nicht. Ja, ist gut für mich. Ah, das war gut von Thresh, actually. Ah, minus 9. Ich liebe den Call, ist gut für mich. Ja, das finde ich auch witzig. Ja, I mean. Nein, ich weiß, was die Wertung ist. Ich hätte die Kennze können, aber ist ja schlecht.
Was, du hättest ihn canceln können? Echt, der keinen Unterschied macht, Geist. Schild kriegt er trotzdem. Ist ja, gut. Ja, ja, nein, ist ja okay. Ist der Fall fast. Nee, ich wollte nur entrüstet sein. Hast du den ganzen Tür? Ja, ja. Ich hatte schon vier Platten, also so ist nicht. Ich hätte Ken gemisst. Ari ist missing, oder? Da haben Flash springt. Mhm. Es ist voll unangenehm, wenn man außerhalb des Pits ist, dann kann man den gar nicht hitten. Also in der Q und so. Wen? Gegen den Schaden. Dragon. Achso, nee, du kannst ja auch nicht hooken, ich kann nicht queuen. Ja, 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 ja. Was jetzt der von seiner Ulti oder was? Ja, genau, weil der ja eine Wand ist. Meine Q geht ja an die Wand. Ja, du kannst rein dashen und dann triffst du ihn immer, oder was? Ja, das stimmt, aber ich hatte schon einen Dash auf Cooldown. Die Gank noch versucht sich gleich wieder mit, ja, da kommen sie schon wieder. Wollen wir den hier einfach drücken, den Flash? Ja. Der hat Flash, doch. Ich habe zwei Items, ich bin sehr OP. Wait, wie wurde der Thresh dann nicht genockt? Passt denn Ultra-Reichweite für Mitte? Schönes Ding. Oh, die Hook. Nice, good job, Fred Erik. Good job. Well played, ihr beiden. Aber warum wurde der Thresh nicht genockt ab? Das ist mal ein bisschen sus. Ja, das sah sehr sus aus, ja, muss ich sagen. Mit zwei Turtles nehmen? Musst du nicht Demolish auslösen, oder? Mach nicht. Können wir denn, zumindest für Demolish können wir gehen gleich. Oh no! Jo, reicht. Reicht. One for one. Boah, der dominante Dive und da hab ich nicht der Töne gemacht. Nicht mit Brücke 1. Siri ist fucking busted. Ist wirklich so, ja. Bist du Mitte? Hast du einen Champion? Kann Mitte gehen, ja. Dann bleib ich top an der Gäste, wenn du Ruhe haben möchtest. Ich hab auch TP. Boah, ich hab alles gefarmt. Der arme Und 135 CS. Ich hab grad alles gefarmt. Und wir haben zwei Dragons und du hast 5 Kill Participation. Oh Gott. Ja, also Graves ist aber auch richtig strong aktuell, wenn du den gut kannst. Ja, ich kann den gut. Ja. Ich hab deinen Blubber geklaut. Was machst du jetzt? Ja, euch nicht. Was machst du jetzt, Kollege? Ich brauch den Game auch schon Red, Bro. Der arme, der tut irgendwie leid. Der sucht jetzt gerade seine Camps. Eins nach dem anderen. Nee. Der von denen kann gerade unten sein. Ich. Der kann Dash. Ey, der Red hat gegen das Gift gewonnen. Ja. Oder hast du da nochmal drauf gehauen? Nee, ich hab nicht nochmal drauf gehauen. Oh, ich hab nicht hingeguckt. Special Camp Flash. Ich hätte einen Ult, wenn du sie irgendwie anflashen möchtest. Okay, das ist Ult? Ja. Wenn du sie stunst will? Was? Hat es getroffen, die, ne? Was machen die beiden jetzt? Wenn jetzt unsere Lane-Gegner? Ja, war schon ein bisschen frech, das hat ich bin auch. Soll ich einfach von hinten rein? Die ist doch viel zu low. Ich muss actually nur vor dir kaufen. Nein, ich kann's. Er ist true, dann ist actually fine, aber ich hab's nicht absichtlich nicht geblockt. Jetzt diese Autos auch, ein Autodrittel in Dirt weg. Fuck, well played, ich rede nochmal mit euch gleich, das muss ich nochmal ansagen hier. Oh. Wait, der Bock hätte fast Midlane noch gehittet, ne? Ja. Wait, what? Ja. Der Ornn war einen Meter davon weg, die Ciri zu slow. Ich glaube, wir machen lieber Herald statt Dragon. So mein Gefühl. Ein Ward? Hier ist ein Ward. Oh, da kommt was mit Hex-Ding. Hier. Der Jarvan hat bestimmt Lust auf Rache, oder? Aber Rache an Tolkien. Das finde ich geil. Da bin ich schon wieder. Was mit dem Drake hier? Ja, Exit Dragon. Klassischer Exit-Break. Komplett. Ja, aber unser Jungler ist nicht da. Na, aber ist komplett im Tempo, kann man einfach machen. Ist im Tempo, sagst du? Ist im Tempo. Ist im das Tempo. Sieht ein bisschen off-Tempo aus. Nein. Schreiben bei mir alle Weltplate-Brücken. Ehrlich, was aus, ey. Ich kann den nicht, Monion, oder?
Was? Also, er ist ein Level über ihm. Der rennt halt einfach mal nicht. Meins! Oh, ich glaube, das Essen ist da. Juhu! Geil, Junge. Ich glaub, das ging schnell. Ich will einmal kurz pausieren. Achso. Ey, wir müssen nicht dafür pausieren, oder? Nein. Ich glaube, die sind by the way bei mir oben. Hilfe. Ich kann zu dir TP'en. Ich komme auch. Willst du? Ja, I mean, why not? 10 Sekunden mal los. Ich hab noch alles ab. Ich werde vielleicht von 10 gecancelt. Joke. Wer hat kein Flash, der Thrash? Flash. Ja, mehr als Thrash, oder? Ja, hab noch. Oh, what? Wie Dashes hat die Alte denn? Noch einen. 3 auf 5. Jetzt hat so eine Anzeige, Kani. Ne? Nein. Okay. Einer von uns beiden trifft seine Skillshots. Oh, wäre es so geil, wäre Freddy nicht da. Das wäre so schön. Ja, wir müssen die Serie killen dafür. Die hat kein Dash. Hook in 3. Rui, du kriegst gleich ein frisches neues Gale Force. 2 Sekunden, jetzt neues Gale Force. Kann er nicht nutzen. Oh, doch, kann er! Nice. Wir schaffen es ja wirklich, oder? Go end. Einfach Tor, wir können ignorieren, hinter deinem Punkt. Ja, ich bin. Die können sich da vorstellen, weißt du, bei meinem Champion. Neues Humus. Jetzt finish. Ne, ich hab noch einen Upgrade, Finish. Chef, ich drücke drauf. Next. Das schaffen wir nicht. I'm sorry. Try it. Ja! Ihr habt einfach keine Chance ohne euren Midlane. Oh, oh no. Ach ja, ich bin doch da, Kinder. Ich dachte, rausgekommen bin, ist ja so frech mit dem Geld. Welches würdet ihr kaufen? Lord Dominix, immer. Echt jetzt? Ich hab noch nie jemanden Mortal Reminder kaufen sehen. Aber nicht Cerilda? Ich will Cerilda holen. Was? Gegen die? Nee. Und noch hast du halt nur gekriegt, stimmt schon. Warum Lord Dominix? Ja. Shen Ulti ist raus. Was Kate ist nicht anyways gut? Also Cerilda ist auch was nicht. Cerilda ist einfach sicke nur... Nur unabhängig vom Enemy Leben, ne? Also machst du mehr Damage mit anderen Dingern. Aber ich hab Objektiv, weil es nicht voll bad dann? Weil ich hab ja Leben. Ich hab 2300 Leben. Wollen wir nächstes Fokus enden? Ein Spiel. Wir können wieder ohne Freddy enden, ja. Ja, genau. Der braucht schon Midlaner. Das ist ja so cool, ne? 1v5, 2 Leute gekillt und 3 Flashes gezogen. Ja, weil du sauber bist, ist natürlich witzig, ne? Ist geil. Das ist du bist nur einen kleinen Raum von mir weg, ja. Pass auf, ich komme jetzt durch die Türe hier. Oh, die Arme. Oh, shit. Die macht kaputt, die Wand. Das ist echt eine gute Lane von der Arme. Die hat sauber gespielt. Yes. Well, Glitzer. Essen ist oben. Essen ist bei mir, ja. Juhu! Und ich hab noch 2 Euro hab ich noch. 2 Euro? 2 Euro hab ich noch. 2 Euro? So eine Packung Whiskas? Ist das nicht so eine Katzen? Das ist doch Katzenfutter, oder? Ja. Vielleicht die Cobra Enjoyer haben das verstanden. Ja. Oh! Ja, nee, so ist er. Er hat kein Geld mehr, 45 Cent im Minus und jetzt Diebstahl. Ja, es geht alles. Wait, was hab ich geklaut? Nee, ich würde auch, wir rufen die Polizei an, dann deportieren sie ihn gleich. Ja. Nach Österreich. Gut, Marius, machst du, ja. Perfekt, danke dir. Ciao. Was ist denn jetzt los, ja? Nee, Xavier, also unser Support, der hat den Dongle von seiner Wireless-Maus in seinem PC stecken lassen. Ja, was haben wir bannen, Jungs? Sorry. Den hast du geklaut. Die sind actually richtig gut, ne? Wir müssen aufpassen. Ben mal Yumi und Ceri, ja. Was heißt richtig gut? Master Plus. Naja, Master halt. Ist es das Team, gegen das Karma gestern verloren hat? Vielleicht, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann Karma fragen, wenn du es... Soll ich ihn fragen, gegen wen habt ihr verloren? Liegt ihr noch im Zimmer, oder? Bitte? Liegt ihr noch bei dir im Raum, oder? Nee. Wait, wie cast ready? Werden wir gecastet? Es gibt einen Cast? Ich bin ganz aufgeregt. Ja, von denen, oder? Ich hab meine Haare gar nicht gemacht. Achso, er ist gerade da. Wie heißen die? Die heißen Babo, heißen die, oder? Und die Spieler heißen Babo. Haben wir einen Bann gegen Babo? Gegen ihn sonst. Ja, ja, wir weg mit dem. Sehr gut. Ein Babos Gaming heißen die. Jetzt macht der Italiener auf, habt ihr gesagt, ne? Nee, heute nicht. 16:45 Uhr. Alter, heute nicht, Freddy, willst mich verarschen. Ist ja Sonntag.
Nee, doch gerade dann ist doch so ein Restaurant offen. Ja, lass dich nicht verunsichern. Okay, okay. So, was machen wir hier? Wir könnten mal Milio probieren. Milio. Wir haben es geschafft. Am zweiten Spieltag. Wir haben den Heiligen Gral. Let's go. Oh, der ist ein Action gekauft. Was? Er hat den Action gekauft. Ich hab's nicht gemacht. Ach so, cool, Agurin. Ach so. Ich hab's vergessen. Einfach ein Rebell. Das werde ich mir auch richtig denken, wenn es heißt, ich muss moven für die Krabbe. Little Man of One Tricks sind weg. Lost. Ist Lucian Mirko eine Option oder nicht? Ja. Das ist, glaube ich, mit die stärkste Band zurzeit, ne? Was picken wir dann als drittes? Im besten Fall wäre Jungle wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, was. Espel Mirko ist nicht so gut, ne? Nein, Espel Mirko ist nicht. Die Kombos sind nicht so gut, ne? Okay, wir können auch Jace flexen, wenn ihr wollt. Ja, bin ich down. Das hört sich sehr terrible an, ehrlich gesagt. Wieso? So, Jace ist okay, S-Plus-Tier. Dann pick mir Elise, bitte. Sieht gut aus, Faith. Pick mir bitte Elise. Pick mir bitte Elise. Aber warum nicht? Warum denn nicht? Also wenn du sagst, dass sie gut sind, dann sollten wir jetzt nicht Jace picken. Aber ich will wirklich Jace spielen. Ja, aber eure Jaces sind ja so, also sie sind natürlich respektabel. Ja. Hey! Genau. Ja, also mein Jace ist viel besser geworden. Ihr seid ja unendlich sehr krass auf anderen Champs. Danke, Brookie. So lasse ich mich nicht überzeugen. Ja, so ist gut. So ist gut. Aber. Ihr seid halt noch besser auf anderen Champs, weißt du? So, ja. Ich habe 66% Winrate auf Jace, okay? Und Jace ist Premium. Bis auf der heute und der gestern. Aber sonst Premium. EU Jace. Wie sieht denn hier ein Silas aus? Die Ben auch Jace. Ja, aber die Angst haben. Mein Gott. Ich möchte mich sehr bedanken. Ja. Oh Mann, ihr seid so gemein. Ich finde Silas hier sehr geil. Ich gebe nicht Silas. Was sollen wir bannen? Okay. Haben wir Bans? Ja. Nee. Top-Bans, Top-Bans. Ja, dann bann ich mal Malphite oder so? Ja, Malphite. Ja, dann haben wir Malphite raus. Vermutlich ja, wenn wir Silas wollen, dann sollten wir Malphite aber nicht unbedingt. Ich dachte, Argus hat es gesagt, damit die den jetzt bannen, ne? Also war meine Wahrnehmung. Mit Silas? Ja. Nee, ich meine das ernst. Das ist fucking insane hier. Du hast Marker und Blitzkrieg Ult. Ja, ich dachte bloß, weil die haben Low Damage, ne? Und die Bahn von Jace, weißt du? Aber jetzt mal unter uns, ne? Unter uns. Du sagst, du willst meinen Jace nicht. Dein Silas ist halt gut. Das ist der Unterschied. Nein, mein Silas ist überhaupt... Mein Jace ist richtig gut. Okay, vielleicht ist dein Silas eingerostet. Aber der war mal gut. Du kannst... Aber... Bodenlose Frechheit, ja. Unterstellungen sind, dass die hier im Raum sind. Ist ein Maokai top, oder was? Nee, schon mal auch kein Jungle, oder? Kann mir nicht vorstellen. Nee, der trollt nur. Stell dir mal vor, das ist jetzt doch irgendwie hier Udyr Mitte. Das wäre so eklig. Wer ist Mitte? Wenn das Udyr Midlane wäre. Der Udyr Midlane. Ja, das gibt doch so einen Nihilo-Spieler, der das macht. Ja, der spielt diesen Lethality Udyr, meinst du den? Oder nee, den kannst du mal einen Tank Midlane Udyr? Okay, also die gängigen Optionen hier in der Mitte, ich ziehe sie mal auf, ne? Wir können Silas gehen, wir können Gragas gehen, wir können Nautilus gehen. Silas. That's it. Ich bin auch bei Gragas. Silas. Cool. Was für ein Silas? Wir haben eine Maokai Ult dann. Okay. Ja, was willst du lieber spielen, Silas oder Gragas? So schnell. Dann mach Silas. Was? Den kann ich aber nicht, ne? Aber spiel mal. Ja. Oh, Jungs, ich will einfach gestern picken, wir brauchen Frontline. Ich kann Hooks tanken, etc. Pick. Ja. Pick. Der Fiora-Angle. Ich bin mit allem happy, solange jetzt nicht Garen oder Darius geht, okay? Die beiden sind lästig. Spielt Ornn, Gragas, Malphite, Xante, Camille. Was mit Camille? Ist fein. Alles fein. Was mit Cho'Gath? Ist halt lästig, weil er mich fiesten kann, wenn ich ulte, ne? Kann gehst du Liandris, wenn du das jetzt pickst? Freddy? Was? Gehst du Liandris? Ja, ich geh Liandris. Okay, sonst wäre ich Liandris. Actually, das geht ja doppelt, ne? Liandris geht doppelt, ne? Achso, wenn du Liandris gehen möchtest, kann ich Rot gehen und Frontline sein. Ja, dann ist, glaube ich, so rum ist besser. Oder? Was meinst du? Ja, das ist beides völlig okay. Aber ich muss es wissen, weil wenn ich Rot-Bild gehe, dann muss ich Conqueror gehen. Ich gehe Liandris, ja. Du gehst Liandris, ja. Gut, dann gehe ich Conqueror. Brookie? Ja? Geh du Cleanse. Okay. Ich weiß, wir haben Milio Ult, aber ich sollte Heal spielen. Oder actually, du kannst Heal, ich kann Ignite gehen, das würde noch gehen. Na dann los. Aber I mean, ja, passt schon. Ich hab Cleanse, wenn ich bad. Auch mit Minion.
Nee, ich erwarte einfach der perfekte Ult von dir jedes Mal. Auf, ja. Gut. Die haben halt sehr viel CC, ne? Das war halt mein Punkt. Ja, das geht auch doppelt, ja. Die haben später so wenig Damage. Wir? Also Jin, ne, die. Die, ja, haben die haben Magic Damage und Jin, ne? Deswegen denke ich auch, dass ich, also Rob, wir haben genug Damage dann mit Agrin und Brücke. Und wir zwei mal auch soliden schauen. Muss ich nicht lernen, das kennen. Denke ich auch. Sollte fein sein. Ist das für euch okay, wenn wir die einmal fragen, wo ihr Cast ist? Oder wollt ihr das nicht? Ich möchte das nicht. Okay. Also nach dem J-Spun gerade eben. Ja, aber Jace also ist gefürchtet, legit. Ja. Nach dem J-Spun sollten wir ihnen eigentlich den Shoutout geben. Ja. Ich bin aber schon ziemlich dankbar. Wie meine Gegner haben Angst vor meinem Jace. Gute Games. Gute Stimmung. Ja, ein guter Sub-Alert. Wann bist du all in, Brücke? 1, 2 oder 3? Letzte Chance! Das ist mir gerade auch eingefallen. Wenn du bist wirklich in Welt, Leute, die können in Welten gehen hier. Level 2 wäre schon gut. Bei Level 3 noch besser. Der scheint zu covern. Oh, oh. Ich hab so Bock erstmal Gold zu kaufen, aber die sind halt alle voll AP eigentlich. Bist du voll clear? Nee, Pfeff, alles gut. Ja, Anfang, ich mach immer. Immer. Also außer der zeigt sich ganz dumm Level 3 hier, dann können wir den wenden. Also wenn irgendwie random gankt. Sind eigentlich Third-Party-Skins verboten? Was sind Third-Party-Skins? Also so Custom-Skins meine ich. Ich glaube, ja. Weißt du, das würde ich mir jetzt nach dem Game echt den Ankara Messi holen. Ich glaube, dass das sau cool ist. Ich glaube, sie sind nicht verboten. Ich habe ganz viel Utu-Term im Stream sehen. Aufgrund welcher, auf welcher Grundlage wären sie denn verboten? Einfach, weil du nicht will, dass Third-Party ihre Game-Files verändert. Stimmt. Genau, und das ist zum Beispiel, wenn du in Korea, wenn du da die Sprache auf Englisch stellst, in den Game-Files, wirst du gepermabannt. LOL. Okay, ja gut, und du machst halt einfach, wenn jeder Custom-Skins benutzt, kauft keiner mehr echte Skins. Und das, ja, das soll ja, by the way, wieder möglich sein, ne? Dass man das auf Englisch macht. Also im Client. Ja, ja. Die haben die Einstellung jetzt reingetan. Was, ich hab eh geskillt. Das ist sehr gut, ja. Brücki? Ja, ich muss eben meine Einstellung machen. Der Shen scheint zu Omega Legion wieder. Ein anderer Shen. Ja, also wir können dann, glaube ich, Botlane invaden, maybe. Wenn ihr wollt. Ja, wird höchstwahrscheinlich pushen gegen mich, ne? Ja, ein bisschen noch nicht. Er hat Omega Legion. Ach, als ob das noch drauf ist. In welcher Welt denn? Schneid es raus. Ah, der war wirklich nicht drauf. Der war echt nicht drauf. Der war drauf. Der Australier von uns. Der kann ja da einfach alles richtig machen. Kai macht immer alles richtig. Wir haben B, ne? Du kannst, also... Wir haben Summon Advantage. Actually kannst du nicht sterben. Was denn? Was haben sie benutzt? Ignite. Ich meine, ja, für dich ist es irrelevant, aber für uns ist es big. Weil wir noch Summoner Heal haben. Und damit ist Brücke sehr tanky. Okay, ich mache jetzt Red Buff und danach gehen wir invaden. Okay. Ich hoffe, er ist nicht so schnell. Das ist ja schon alles weg, gerade so wie anders. Sollte passen. 7 Sekunden auf B. Er wird gerade Pushback, ne? Mit der auch. Wird er pusht gerade? Ja. Vielleicht können wir zumindest einen Cam wegnehmen. Ich bin jetzt schon drin. Ich hab ihn. Warte mal, wir müssen Brücke pushen, damit wir Level 3 sind. Die moven jetzt schon. Ah, ist fuck Level 3 noch. Agro, du musst raus. Vorsicht, die sind schon da. Ich gehe Richtung Mitte raus. Er ist schon gleich. Nein, wir können fighten. Wir haben... Wir kommen auch Richtung Mitte, Ja, ja, dann chill. Wir haben Level Advantage. Die sind Level 2. Dafür wir können auch Bot rauspushen gehen zuerst, Geist, ne? Oh, ich hab 2 Totenschaps genommen. Geist, habt ihr das gehört? Ihr könnt Bot... Oh. Das war vergessen. Ich weiß nicht, wo ich nicht geguckt wurde, aber ja. Was passiert hier? Die Geister verlieren eine ganze Wave. Also, vielleicht muss ich hingehen, Kani. Ja, ich hab grad nicht zugehört. Ja. Meine Tür ging gerade auf und ich wurde gefilmt. Ja, von wem? Ich auch gerade. Von Ella. Glaub ich auch, ja. Und meine Tür ist jetzt noch halb offen. Ja, die kam durch mein Zwerg ist und deins rübergegangen. 5 Sekunden auf Range. Die gute. Ist kein Dive-Angle unten, oder? Nee, ne? Nein. Der hat auch noch Mana Barrier. Aber den Jin? Ich muss die Tür gleich einmal kurz zumachen. Boah, ich kann wieder einen Jin. Nee, wieder einen. Das sollte sehr einfach sein. Wenn die Wave so nice gepusht ist. Okay, wir brechen ab. Die kommen alle.
Ein Arikan Move, ein Arikan Move. Ja, die kommen alle. Na gut. Good job. Ich würde einmal über Mitte gehen. Einmal anhauchen. 5E. Okay, warte kurz. Jetzt ready, wenn sie vorgeht. Ricky, weißt du, dass wir die Drift haben? Wann? Das Play wäre gewesen, du spielst Ignite und ich heal. Ja, der muss ich. Ist richtig. War noch geflasht. Habe ich recht, ja. Ich habe auch nicht im Sinn dran gedacht, aber. Soll ich hochkommen zum Rauspushen? Kannst du machen, er hat aber noch Flash tatsächlich. Er ist nicht so leicht zu killen, wenn die Wave nicht. Blitzcrank kann Mitte sein. Blitzcrank kann Mitte sein. Kann ja, wenn ich die alleine reinkriege, ja. Genom, sieht gut aus. Angst vor ihm, er hat mich gesolo-killt. Oh ja, hab ihn gefunden. Nice. Nice, sehr clean. Good job, offside. Sehr, sehr clean. Bisschen traden, aber. Maokai wahrscheinlich topside. Ich hab noch die Range. Schade. Er ist jetzt bald irgendwann unten. Er ist Mitte. Chen Ult ist auch da. Geh ruhig mal richtig in Mitte schon. Nein, das ist schon tot. Probieren zu überleben. Ja. Ich weiß nicht, die hätten wahrscheinlich gar nicht ulten müssen. Nee. Range in 17. Ah, das ist halt, wenn ich einen Mini mehr für Level 6, kann ich aber weg ulten mit Ari Ult. Oh, leider nicht. Wenn ihr das direkt runterkommen, ne? Ja. Ein Flash auf ihm. Die haben keine Chen Ult jetzt auch mehr. Mauke hatte auch kein Flash, also. Ja, wir sind fein. Also, ich glaube, wenn die hier jetzt für den Ward geht, gehe ich auf sie. Die hat kein Flash. Dann werden wir extra pushen müssen, oder? Damit wir Argolin helfen können. Aber ich hier müsste aufpassen, wir kriegen keine Prior unten. Die Botlane move schneller. Die move jetzt schon. Ich glaube, die haben Vision. Ja. Also, wenn die Drake anfangen, wir contesten 100 Pro, ne? Ja. Aber wir müssen irgendwo joinen. Ja, ich gehe nach unten. Ich hab kein Ward. Okay, was soll ich hochlaufen? Ja, komm zu mir. Jetzt ist halt selber noch. Lucian ist jetzt solo unten, ne? Ja, da sind wir da. Wave kann er anpassen. Wait, wo sind die? Die sind hier, ziemlich sicher gewesen. Wirklich beobachtet. Ja. Dann will die mich wollen, können die mich haben, aber wissen die, glaube ich, nicht. Okay. Verkackt. Die gehen raus, ne? Ich geh wieder mit. Unten wäre ein Dive-Engel. Nee. Ja, okay. Also wenn du willst, ich halte Mitte. Ja. Aber Ari kommt. Die haben beide Flash. Ihr habt nicht so viel Zeit, ne? Keine Range. Doch, keine Zeit. Ari ist ungefähr hier. Ich würde einfach Harold machen. Während die da unten Action haben. Chill den auf, ich hab nichts mehr. Move die Ari? Ja, die ist schon da, die ist schon da. Muss ich verlassen und dann werde ich executen. Ich würde mal schnell rüber hier. Nice. Ich würde gerne Harold beenden. Ja, ich. Relativ bald hat sie Ult. Ich glaube nicht, dass die was kriegen, ja. Tweet. Willst du noch? Midwave ist nicht so gut, ne? Du musst langsam. Die Duelane kommt zurück, ne? Ich würde Poplane direkt da hinten auch, hätte ich gesagt. Nice, good job. Hat er Flash inzwischen? Er hat Flash, Die gehen für dich, die haben aber warum geht wieder? Er ist schon sehr free. Actually! Aber können wir rauslaufen, oder? Nee, ich werde da nicht flashen, ja, oder? Nee. Nice. Wird jetzt können, aber es ist nicht wild. Aber der Blitzkrieg hat Mobis und sie hat noch einen Charge. Deswegen. Oh. Du bist auch. Wollen wir Harold? Ja, wenn du Gold brauchst. True, ich habe ein Ding dabei, ne? Warum nicht? Eine Shenlane. Mit einer Menge Plates. True, ich hatte halt Waterwalking, ne? Ich hab die nächste Shadow an die Stilleport, ne? 2 Minuten. Dann kann ich auch runterkommen. Ich bin gleich da, ich hab T2 Boots. Eine Mitte bis an die Stilleport. Hier sogar einen zweiten Charge, das ist ziemlich mächtig.
Auch bei unten, immer noch. Wenn die euch diven, tippe ich runter, aber ich kann auch einfach runterlaufen. Ari ist auch missing, aber kein Ult. Wie hat der nur ein Ruby Crystal? Das war lange nicht gewesen, oder? Watch them dance. Ich hab noch keine Ulti. Ich glaub, die machen gerade deinen Red Buff, ne? Die machen das auf jeden Fall nicht meinen Red Buff. Also, hoffentlich. Ich kann da hinlaufen. Hey, das wäre sehr schlimm, wenn er meinen Red Buff machen würde. Okay. Und den Blitzcrank sehen wir auch nicht. Deswegen. Für dich oder für ihn? Ja, weil er muss doch unbedingt Base. Ich hab ganze Item mit dem gar kein Item. Ist schon true. Wir sind gerade nicht für die Bot, Dennis. Blitzcrank, ja, oder? Aber die haben Shadow, ne? Bedenkt. Der hat keinen Flash, der Blitz. Ich hab hier keinen Job, ich geh gleich die Top-Lane. Hm. Denk da schon unten, ich hab TP, um es zu matchen. Mhm. Ich kann dann nach unten fahren und dann diven wir den mit deinem TP 5v5. Okay, see, er war base. Irgendwo hier ist der Blitz. Ich glaube, selbst wenn die... kommen? Ich könnte, aber nice, ich würde eigentlich gerne nach unten fahren einfach. Und dann diven Bot. Okay. Ich will doch unten, ich sollte nicht im River nachhavern, das ist useless mit Minion. Ja, ich kann bis zum Bot ein Dive die Wave vorbereiten, das für mich gut ist. Genau, ich kann auch mal Jugger gehen, bis ein. Ja. Aber also Achtung, dass sie nicht jetzt schon einen Play auf euch bekommen, ne? Ja, ich hab noch keine jetzt Auspush mit dem Blitzkill, ne? Also die kann auch schon irgendwo da unten sein. Wir sind über Basen, kann ich? Ja, ne? Ich würde eigentlich jetzt machen. Okay. Ari ist wieder Mitte? Ja. Ein. Okay, Maokai ultet, Achtung. Ich komm, okay. Aber ich bin da. Ich werde auf die Queen. Wer wie Shen? Oh, ich kann vielleicht hinkommen. Er hat aber Flash, ne? Ja, du musst ich von da drüben auf den Hook achten. Nice. Ey, wenn er mich hookt, kill ich die, glaube ich. Ich habe jetzt Ulti. Actually, ich lasse dich kurz nicht hier hinten rum. You are finished. Dann bleib ich bei Tolkien, oder? Ja, ja, genau. Als sie stand, sind die tot. Nice, schön, Jungs. Nice. Ari moved jetzt auch. Nee. Dinge holt hier raus, oder? Taut sie nicht. Vielleicht die Vision, ja. Blitzkrieg ist wieder on the map, der könnte schon irgendwo hier sein. Müssen wir in Mitte gehen, Brücke? Und ich hoch, oder? Ja. Boah, ich finde das so cool, dass ich gerade da sein konnte. Dieser Change ist toll. Ich werde auf mich, auf Botland, auf Botland, auf Botland. Ja, aber die killen dich doch niemals. I mean, that should be really fine. Ja, lass mal hinrennen, die werden überchasen. Ich höre auch nur sagen, ich bin auf dem Weg, ja. Aber... Ich gehe weg, ich habe keinen Mana mehr. Ja, ja. Ich glaube, wir sollten nur defensiv fighten. Okay, dann gehe ich wieder in Mitte. Nee, lass mal gleich zusammen in den River. Ah, Brücke wird gehoppt. Ja, meine ich viel gegen. Ich werde Mitte halten. Ja, wir dürfen hier nicht mehr so lange bleiben. Aber lass die Wave zusammen farmen. Aber ein bisschen ich bin sehr, sehr tanky bereits. Wir haben so wenig Schaden. Lol. Wollen wir zum Dragon hin? Ich weiß halt nicht, ob wir dürfen. Probieren geht über Face-Checken. Wenn ich ganz viel Glück habe, zeigt sich der Shen gleich, dann kann ich seine Ult klauen. Okay, komm. Oh, Junge. Oh. Nein, Shen, ich kann Shen ulten. Kannst du mich ulten? Hab ich schon. Nee, nee, ich bin nicht. Ich bin nicht. Vielleicht dann noch. Das war actually sehr perfekt. Ja, da hat keine Ult. Auch kein Flash mehr. Weg, Shen ult. Das war wirklich gut. Ich würde weiter checken, ich würde diven. Oh, Schad. Okay, lass dich mal hooken. Wir haben nur drei Mages. Wieso nicht Khan? Wait, kommt. Er hat Full Life. Ich denke. Ich du denke tankst nicht. Überhaupt nicht. Ich denke actually wirklich nicht. Ich weiß auch nicht warum. Das ist gut, Lukas. Ich hab keine Ahnung, wo kommt.
Mit was für einer Selbstverständlichkeit. Ich war fest davon überzeugt, dass du denkst. Ich nehme jetzt Aggro. Aber ich glaube, dein Ignite hatte mehr Aggro. So funktioniert das Aggro-System. Ja, es hatte noch mehr Aggro. Schon. Wer hat denn aber vor mir Aggro? Freddy, ich hatte Aggro, ich hatte Aggro. Das ist... Ich hatte Aggro. Ich habe Freddy geschildet, der hatte davor Aggro, genau. Und dann bin ich rausgelaufen und dann... Warst du tot. Da habe ich mich auf den Ich-Denke-Call verlassen. Aber wenigstens ist das Vertrauen da, das ist auch viel wert. Ich finde es aber sehr gut, dass du zweimal hintereinander einfach von der Brücke gesprungen bist, nachdem ich gesagt habe, springen. Ja, kein Problem. Erst bei dem Hook und dann beim Tank. Aber ist euch aufgefallen, dass es bei NNOs einen Wandel gab? Früher war das immer ich und jetzt ist ich Brücke geworden. Alter, wieder Ulti gute, ne? Ja. Mach, also... Ich hätte nichts... Ich bin gleich hinter der Brücke, ich bin 8 Sekunden... Ich hätte was sagen können. Ja, da kann ja nichts gegen den Rand erscheinen. Ja, ich hab zugeguckt die ganze Zeit, aber ich wollte eigentlich kämpfen. Ich will mal. Aber die können nichts gegen mich tun. Wirklich. Naja, die sind... Also du bist die Mord sogar. Gegen die... Oh? Nazuma? Nice. Nazuma Harry und Demacia? Also ich hätte auch Body blocken können, aber ich dachte mir, der trifft eh nichts. Perfekt. Ich hätte ihn auch noch haben können, wenn ich meinen E abhebe, weil du hattest den anderen. Los. Kann den Charm blocken. Look, Ari, wenn du nach vorne dashen willst, ich glaube, wir gewinnen. Ich komme von hinten. Ich setz Harry und renn hinten noch durch. Ich tank das mal, ne? Ich tank das dann, lass mich tanken. Ich hab mein E dafür, mein W. Na gut. Oh oh. Wir sind so tanky. Ulten 5, ne? Dann bin ich OP. Ich brauch 100 Mal. Ich darf mir jetzt gerade wirklich ulten? Ja. Nee, ich muss mal nehmen. Ich spiel das noch. Wir machen dafür. Ich kann mit einer Mana. Nimm sie nach Nazuma oder was ist das? Ja, das Nazuma ist richtig. Ja, das ist mit der Diamond, das ist mit Ich kann mal da mehr. Das ist ein richtiger Wettnudelfall. Der ist voll geil eigentlich gerade. Das macht schon Spaß, ja. So waren ein paar Fights früher. Nicht ganz so krass, aber halt nicht so burstlastig, ne? Ja. Erstmal Rotation. So viele Rotationen, ne? Das ist keine Ult, ne? Boah, nee, jetzt? Was? Die Major Stacks! Werden gesaved. Hoffentlich, wer die keine Ult hat. Wir können hier unten hatten uns 20 Sekunden Ult, glaube ich, erst. Der hat Mercs. Nicht so viel. EP-Engel. Oh, die hat extra Ult. Da ist die Ult. Oh oh. Oh, da ist ein Schild. Kann hilf mir! Ich schilde dich. Der Schild hat kein Flash. Ari chasen mit Nazuma. Guck mal hier, ich flank die Ari. Wait, das ist noch die Ari? Hey, ja, nein! Jetzt. Das läuft doch. Ich kann da nicht ran. Hast du Schild, Kani? Nein! Am ersten ist wieder überlebt. Was? Ich hab mich geschüttelt für Max DPS. Sorry. Ja. Gut, Shadow und ich waren in der Zuma. Ich geh diven. Ah, ich find's geil, dass du schon wieder Half-Hit Spiel bist. Ich hab ein Jungle Camp gemacht. So. Warum nämlich Thomas? Tja. Imagine, ich würde dir einen längeren Cocoon geben mit der W. Einen längeren Cumshot. Ich hab überlegt, ob ich sagen soll und dachte ich mir, nee, wir machen jetzt wieder YouTube-Videos und wir werden alles demonetized. Wer hat das immer gesagt? Von Medios ist das, oder? Ja. Das nennt man halt so. Das ist... Fachbegriff. Leute, Fachbegriff. Wir brauchen die YouTube-Videos. Ich bin 45 Cent im Minus gewesen. Ja, mein PayPal-Konto war ja gesperrt, praktisch. Ah. Wegen 45 Cent im Overdrawal. Aha. Deswegen konnte ich vorher nicht bestellen, ja. Ach so, das war auch die Geschichte mit dem Bohrer. Weil dann praktisch die anderen das Geld hochbringen. Das hat er ja gar nicht mitbekommen. Ja, weil er wieder um. Genau. Ah, Grün, hast du es mittlerweile rausgefunden, wie das funktioniert? Ja. Sag es uns. Ah! Du hast ein externes Soundboard. Das ist jetzt zwar unfalsch.
Als hast du echt keinen Bohrer in Real Life. Oh Gott. Warte mal. Ankadamessi. Ich hab noch Ulti, willst du jemanden charmen lassen? Ich cleanse es auch, Pinky Promise. Kam schon gehittet? Rechter Turret. Okay, dann halt. Linker Turret. Nicht sterben. Ich hab den Call gehört, Toki, der Rest wurde eher nicht. Chen. Mau. Ich brauch noch 2-6. Der hat wieder Hook. Achtung. Ich lösche mir doch leicht. Linker Turret? Ich kann diven mit Spinnen, wenn einer einen Shot tankt. Ich kann einen tanken. Ja. Also, aber ich weiß nicht, was du durchgehen willst. Du hast doch jetzt reingetankt. Du sollst wahrscheinlich sagen, wann du rein möchtest. Ja, ich weiß nicht, was. Ne, ich bin auch einfach blind, ne? GG's. Okay, GG. Ah, die Synergy hier. Scheiße, diesmal haben wir fast ein bisschen zu schnell geworden. Das wird wieder eine lange Pause. Also, wenn es noch länger ist als das gerade, das ist ja kriminell, wie lang die Pausen sind dazwischen. Das war jetzt das erste komplette Master-Team, ne? Nein, die war nicht komplett Master. Nicht komplett? Okay. Also jetzt 6-0. Jetzt bin ich gespannt, wer als nächstes kommen kann. Also ich hatte, auf Toplane hatte ich relativ viele, aber auf Support, ich glaube 540 oder so. Habe ich dich wieder eingeholt? Was, du hast mehr als 500 LP? Ich bin auch irgendwie auf 530, glaube ich, bin ich. Aber ich glaube, ich habe mein letztes verloren. Ich bin das über 500. Miliobaden. Der eine von denen hat Ciri gespielt in einem vorigen Match. Der Toplaner sehr viel Ornn, also eigentlich Ornn OTP. Moment, du musst bannen. Ja? Wie viele Sekunden habe ich noch? 10. Was soll ich bannen? Ornn. Oh, Alter, wie er sprintet. Maybe auch, oder? Wird er es schaffen? Oh mein Gott, he's doing it! Thank you. Hast du noch einen Löffel, um das zu essen? Nee. Okay. Also, hat er nicht gegeben. Hol mir da. Danke dir. Aber der hat den Tiramisu und der Besteck? Ja. Das ist ein geiles Tiramisu, trotzdem. Cam an und rein mit dem Headset. Nö, oder? Also ich habe kein Headset mehr hier. Ich höre euch nicht. Meinst du, da hinten? Was soll ich bannen? Kein Headset. Du hast kein Headset? Was soll ich bannen? Evelyn. Maybe Ciri als drittes? Der, den die Swash switchen soll ein bisschen. Der Support hat Lulu gespielt, fast jedes Game. Ich will das Spiel. Du dir immer wo mein Headset und du warst der Champion. Das ist Account Champion, sollte man nicht machen. Wirklich? Ja. Und der Jagger von denen hat Graves und Kha'Zix gespielt. Also Graves, Kha'Zix. Wir werden Kha'Zix first picken. Könnt ihr ruhig bannen. Sind so gute Bands noch. Bann ruhig Kha'Zix. Euer Echo in den Griff bekommen, man hört alles doppelt bei euch irgendwie. Bei wem? Bei dir. Hä? Man hört dich, glaube ich, in Tolkiens Mikrofon. Warte, lass mich einmal kurz rübergehen. Kha'Zix. Nee, Graves. Boah, ist alles so laut, Graves. Ne? Ja, jetzt geht's wieder. Ich hol kurz mein Headset. Okay, Better Than Who ist 4 LP höher als ich. Verdammt. Okay, sollte gehen jetzt. Der Mitglieder von denen hat fast nur Ahri gespielt. Wir könnten eine Ahri einfach first picken. Wenn ihr wollt. Let her go. Ahri wirklich first picken? Gib mir Kartus first pick. Nee, wenn du Kartus first pick, dann dürfen wir keine Ahri picken, aber, ne? Nee, Kartus. Okay. Tristana Flex. Kannst Jace picken, ja? Die waren so Grandmaster so, ne? Jetzt? Ja. Ne, das ist Grandmaster Flex Queue. Der Grandmaster Flex Queue spielt als Platin in Solo Queue. Oh. Okay. Wir brauchen Engage jetzt, Kani. Sorry. Tristana ist High Key Engage. Wir brauchen. Ich spring rein, ihr followed. Hm. Wenn ihr wieder mit Kalista parten könnt, kann es funktionieren, ja. Ja, nicht Ciri jetzt, come on. Jetzt mach nicht Ciri. Nee, das Schlimmste ist, jetzt muss ich Nautilus spielen, wenn er Ciri pickt. Oh nein, wir brauchen einen CC-Supporter. Ciri Lulu kann da jetzt kommen, ne?
Oh mein Gott, ja. Ich hab Angst. Scheiße, der Draft ist schlecht. Können wir nicht einfach... Ach, Mirko ist halt... Oh. Stehen wir insgesamt 7-0? Was ist mit Twitch, Channa? 6-0. Was ist Twitch, Channa? Nein, wir spielen ja Twitch, Channa. Ja, pick die Rotzfickes. Ja, pick ihn halt dann. Nautilus, sicher. Kannst auch Blitzschirm gehen, wenn du willst. Nein. Ich habe, glaube ich, in meinen letzten zwei Blitzschirm-Games in Solo-Q habe ich, glaube ich, zwei Hooks zusammen getroffen. Also bisher fände ich Armor Penvarus übel cool. Ich auch. Was können wir noch bannen? Was ist denn noch gut? Was soll ich bannen? Was gut gegen Kessante. Du kannst Darius. Ben Ari. Wir können ja Toplane Last picken, oder? Spielt der Typ Irelia? Ja, können wir nicht. Doch, können wir. Wir können Toplane Last picken. Wir sollten schon Jace bis zum Ende flexen, auf jeden Fall. Der Midlaner von denen spielt Talon zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob Talon hier Sinn macht für die. Kassadin, aber Kassadin ist auch saubad, ne? Wir haben sehr full scale. Wir können auch Kassadin bannen, aber gegen Jace. Nee, schon sehr bad. Wir haben mal so wieder Malphite oder so, oder? Ja, haben wir schon. Cho oder Malphite vielleicht? Ja. Dein raus. Ist Karthus denn gut gegen K6? Oh, die haben Varus gewonnen. Ja, ja, Shit. Sehr gut. Wenn man weiß, was man tut. Was haben wir jetzt noch? Ezreal. Ash. Wait, Ash würde ich sogar fühlen hier. Kann ich euch geben. Hab ich auch drüber nachgedacht. Ach, warum nicht? Die Frostbogenschützin. Da ist sie doch. Warum eigentlich nicht? Ich würde sagen, also drafttechnisch sind die gehen ein bisschen im Nirvana bis jetzt, ne? Also schon sehr gut. Ja, die haben einfach S-Tier genommen, wo immer es geht, aber. Aber um ehrlich zu sein, ist unser Lineup übel gut gegen die, glaube ich. Ich glaube, unser Lineup ist ziemlich solid, ja. Das ist aber auch Annie ist auch Gott-Tier Mitte. Warum das Matchup gut ist? Ganz einfach. Kha'Zix' Stärke ist Invisibility und Karthus macht AOE-Schaden. Nur. Das ist ganz einfach. Aber obviously, also, kann er einfach Q evolven, wenn er möchte, oder halt obviously one-shotet er mich auch, aber das ist eigentlich egal. Kommt okay, dann pickst du mir hier Damage-Lead am besten. Irgendwas Damage-lastiges. Dann geh Gnar. Gesamt. Da können wir auch gehen. Mill hätte ich gedacht, aber ist ja. Na, Was, ich dachte, ja, wir wollten Frontline. Frontline brauchen wir schon. Nee, gar nicht. Ich glaube, wir hätten. Ich glaube nicht, dass wir Frontline können gegen Zerika 6. Aber ja. Ja, ich finde, wir können auf jeden Fall Frontline. Ja, der hier ist ja. Okay, Karthus. Da hat er dich. Ist fein. Na, ist doch. Ich kann beides machen. Ist fein. Das ist jetzt also Maokai Toblin, ne? Sieht danach aus, ja. Kurios, selten gesehen. Der will so ein Even-Short-Bild gehen, oder? Karthus war, ist Agurins Pick, wenn er Botfield ist. Ja, aber übersehe ich irgendwas? Er ist ja nicht Botfield. Ich bin Botfield. Okay. Er ist mit Botsfield. Voll. Lol. danke. Wann geht Arcane 2 eigentlich weiter, jetzt wo ich den Jace Arcane-Skin sehe? Ich glaube, 2024, ne? Dann, wenn das MMO kommt. 24 erst. Oh Gottes Willen, ne? Ich habe jetzt so viel geiles Essen und ich kann es nicht komplett aufessen. Ich bin untröstlich. Ich habe hier ein riesiges Tiramisu stehen und habe keinen Löffel. Okay, warte. Was kommt jetzt? Jetzt habe ich den Löffel aus der Hose. Und er füttert dich mit seinen Händen. Game losgeht, oder? Warte, ich höre es draußen nur sprinten, ne? Der sprintet jetzt, glaube ich, zur Küche und holt mir einen Löffel. Ich höre nur, wie es gerannt wird da draußen. Also aber richtig. Ihr habt doch da oben gar keine Küche, oder? Nee, der muss zu euch runter. Oh ja, ich höre es bei mir stampfen. Tatsächlich. Brücki, warum haben wir eine First Strike, Ash?
Raptoren worden. Der Top-Liner ist AFK. Warum haben wir eine First Strike? Das frage ich gerade auch. Ich teste einfach mal. Ja, okay. So, der eine holt. Aber die sind irgendwo zusammen, oder? Wenn die hier nicht sind? Ja. Wahrscheinlich top. Weil wir gleich gecovert haben. Die warten auf Tolkien im Top-Side. Ich glaube auch. Tolkien, Post, die sind oben top. Könnt die hier lang reinschießen in den Busch? Legit, und dann in der Lane warten. Geht das? Das wäre so geil. So, doch, doch, in den Busch kommst du rein, ohne jetzt geht es. Ich will übel feiern. Oder? Das war doch genau der eine Busch. Auf einer Seite geht's auf alle Fälle. Ich weiß halt nicht, ob es da oben ist. Ah, ich bin der Fast. Oder war der hier? Wir haben dich alle nur vorbeistarten gehört. Im Action sehr, sehr nice. Danke dir. Aber sie haben ja keine Gage. So, was soll passieren, wenn sie jetzt hier drin sind oder so? Oh ja. Das ist ja gutes Stuff. Wait, bildest du Echoes of Helia? Gehst du echt in ein Support-Bild? Oder, also, ich verstehe die Runde nicht. Du kannst Echoes of Helia nicht gehen, ne? Ohne von. Ja, ja, eben. Also, darauf wollte ich dann auch hinaus. Ich hab doch keine Ahnung, Leute. Ich baue einfach mal nur. Aber nicht Echoes of Helia ohne von, ne? Das macht überhaupt nichts. Schenk ihr ein, schenk ihr ein, schenk ihr ein. Ich bin Ash. Aber ja, ich hab dir eingeschenkt. Ich dachte halt so. Dieses Tempo ist fucking useless. Wahrscheinlich. Mhm. In den Team kommt rein und dann wusste ich, wie besser ist. Also, hab ich das hier genommen. Aber du gehst du den Support-Bild oder gehst du den Damage-Bild? Nein, ich geh jetzt mal als Carry-Bild, Damage-Bild. Okay. Kann auch probieren, Mann, ne? So nett. Also, Brücke genießen ja durch die Wand, oder wie? Nö. Also, irgendjemand hat gerade super laut genießt bei mir im Stockwerk. Achso. Schade. Lulu hat schon keine Pots mehr, what the fuck? Spielt auf ihn. Ja. Wie so ein Typ. Wissen wir, wo die Ameise ist? Gleich Botzeit, aber ich bin früher. Baby. Ich flashe gleich an, Wenn sie nochmal abbockt. Können wir eigentlich einfach Golems erwähnen? Die hat kein Flash, die Ciri. Ja, die. Oh ja, ich komme. Fight, ich kann auch Flash kommen. Oh, hier Mitte? Ich komme. Ich laufe durch River. Ich warte kurz. Er ist dann geflasht. Ja, aber kommst du hin? Er hat kein Flash, keine E. 10 Sekunden oder so noch. Nice, ey. Huge. Good job, Kings. Well done, guys. Sehr schöner Anker, Kani. Wirklich geil. We are Kings. Also bleiben wir jetzt noch Bots? Ja, actually, ja, die hat 10 HP. Und ja, kein Flash. Hier, ne? Die hat kein Flash. Ja, aber wenn Kani tankt, kann eine Q setzen. Ich weiß halt nicht, ob es reicht wegen Lulu, aber. Kannst auch Lulu hocken. Die auch noch? Sehr sauber, Leute. Ja, ich hab keine Suicide einfach, oder? Ich geh raus. Nein, ich Suicide einfach. Okay, ja, that's fine. Dann müsst ihr. Ja, Alter! Nein, raus! Oh mein Gott, jetzt müsst ihr aber. No? Ich helfe Leben! Doch. Da lag gerade ein Katus drin. Ich weiß ja nicht. Also, ja, es tut mir leid, war mein Bad. Wenn der kommt, kill ich ihn. Ich hab einen Double Buff, legit. Er kann nicht töten, aber ich krieg noch einen Kill. Ist tatsächlich wahr, der kann nichts machen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, wenn er zusammensteht, hat er nur Damage. Okay. Job, meine Angst ist vielleicht größer als alles andere. Schön gemacht. Ich spiele schon sehr aggressiv, ne? Also, schon anders als die anderen. Ja, der eine sagt aggressiv, der andere sagt. Nein, ich spiele sehr aggressiv. Wenn du spielen willst wie Lulu, würde ich dich hart playen übrigens. Ich weiß. Also dann aber, ne? Hat man das auch sehr verdient, aber ich. Okay, calm down, guys. Also, böse gemeint. Kha'Zix Conflash, eine Q. Oh, hab ich aber getroffen. Ich geh den Kha'Zix bumsen. Entschuldigung. Der hat kein Flash. Actually, darf ich gar nicht, ne? Wenn du solche Präferenzen hast, aber halt es bitte aus meinem Twitch. Er hat Verkehr mit Kha'Zix. Wir fahren Bot, der ist einfach all der rein, ich hab immer noch den Double Buff. Der Imker, da waren wir schon von Anfang an suspicious. Also, ich mach Liebe mit den Bienen. Oh, schade. Ja, das habe ich impliziert, ne, Kollege? 6 Sekunden auf Hook. Wir lassen die Wave nicht crashen. Sowieso ist ja so lecker, ja. Ja. Oh Mann, ey.
Verbrücke, ich hab dir auch Keller gebracht, ne? Aber du hast eine Küche ich auf der Hand. No! Ja. Ja, nice, nice. No, ich hab nicht wehgedrückt! Oh! Good job. It's fine. Leider hat man keine Vision. Mann, was war denn da los? Ich hab, ja, ich, also könnte ich früher hitten. Und wenn ich eh abhab, sind die beide früher tot und du stirbst nicht. Nee, ich hab mich selbst CC'd mit meiner Hook-Animation, weil ich im Hook nicht wehen konnte. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Pike im Team habt und der so 3-4 Kills in Robo kommt und ihr so, nice, geil? Aber dann, sobald er seinen Shutdown abgibt, ihr denkt, oh shit. Also, ja. Ja. Ich weiß nicht warum, ich hatte dieses Gefühl gerade, als kann ich stolz. Ja, aber das Ding ist, der Unterschied ist ja, ich bin Nautilus und kein Pike, so manchmal ist er immer useful. Hier ist, ne, kommst du? Kannst du den Pinkwart irgendwie killen? Ah, ich krieg Level 6 davon. Dann kaufe ich hier, dann leih ich mir kurz einen XP. Ne, ich hab bloß gefragt, ob du den Mod killen kannst. Ach, du leihst jetzt einen XP, okay. Wie gibst du ihn zurück? Mit einem Kill. Später mit der Ult. Ich hex vielleicht einfach mal rüber und wir schauen, was passiert, oder? Ich denke, wir machen aber Dragon. Das ist die langsame. Aber rauskiten. Ah! Ich denke, dass wir das nicht nehmen sollen. Ist halt jemand low? Ich hab Ult. Mitte hat kein Tim aus. Cover top lane. Cover top lane, wir gegankt. Der K6 war top lane, das meint er. Er braucht keine Hilfe auf top lane. Nee, ich brauch keine Hilfe auf Drake. Was meint ihr mit. Ach, Bastelst du dir gerade wieder 3 Kilo Nudeln in die Kiemen? Ja, ich hab 2 Teller, ja. Der ist an mir vorbeigelaufen mit nicht einem, sondern mit 2 Teller in jeder Hand einer. Ein Bot. Oh, so richtige Portionen, ey. Warum hab ich jetzt meine Wege wasted? Bist du da, Kaffus? Nein, Wölfen. Warte. Jetzt. Oh, nice, sogar eine Messerung. Warte kurz Reset. Ich hab keine Sword leider. Nein, kann die lebt. Du Brücke, ne? Ich treff nichts. Das war Ulti noch was. Jungs, soll ich sie einfach igniten? Soll ich euch hier erlösen? Ja, okay, das war ja, kein Ulti, das war ja rough anzuschauen bei euch. Was soll das denn heißen? Naja, also. Kommt der jetzt wirklich meine Kappe von dessen? Kann ich helfen? Nein, ich kann nicht. Ich hab 10 HP. Ja, okay, dann geh ich da nicht hin. Ich glaub, der macht. Also, der gankt hier gerade, ne? Ich glaube, der ist hier rüber gejumpt und wartet darauf, dass ich Kappe anfange, damit er mich anholen kann. Das kann auch sein, ja. Ich glaube, der ist mit dagegen. Vielleicht hast du recht. Ah, ne, er hat Red gemacht. Hast du das recht mit deiner Hüpftheorie? Nee, der ist aber zum Red gejumpt, nicht in den River. Ja, zum Red und nicht. Ja. Aber er ist gejumpt immerhin. Willst du den EQ nicht in meiner Ult killt ihn oder so? Das reicht noch nicht, leider. Der hat 700 Leben nur. Ich bin noch nicht so stark. Wo war der vom Botlane weg? Vielleicht in deine Richtung, Arguin. Der kommt hier. Guvurin? Ja. Kriegst nicht mehr, ne? Ich habe überlegt, ihn zu flash. Ja, der war Q-Evolved, also der ist nicht so invis. Nicht so lang. Ey, ich brauch 3 Waves auf 6. 2, glaube ich, reichen sogar. Und dann rein. Dann Herald rein oder dann was rein? Ich kann auch Turret-Play machen. Ich ulte. Das glaube ich auch. Wir können einfach Bot-Turret ohne Herald nehmen, ne? Das geht wahrscheinlich, ja. Oh my goodness gracious! Pike steht hinten dran, oder? Hab dich. Heilix, wie hab ich das denn überlebt? War K6 unten? Ja. Ich hab einfach zu dritt in den Busch. Hätten du das überlebt? Ja, das war das Kampfke aus der Hölle. Hat der K6 geultet? Ah, der hatte keine, ne? Der hatte keine. Der hat bei uns geultet, ja. Ja, das sackt jetzt. Ganz basen. Kein Item, keine Wards und ich gebased. Ich werde auf der Elfende Platte spielen. Kars Mitte, Vorsicht, Kars Mitte. Okay. Also, wir können entweder Herald oder Jungle Camps von der Gegner spielen. Okay, lass mal. Je nachdem, wie stark wir sind. Wenn wir stark sind, können wir Camps nehmen. Ich komme auf der Platte. Ich komme auf der gerade. Luluf, bitte. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr dominant aus da oben. Verstehst du, der Vater bin ich sogar mega nah. Da war mal hier. Ich bin hinter dir, Fred.
Auf die Lulu. Hast du ein EQ hin? Es ist ein W-Evolve First. Kann da EQ maybe? Ah, oh, kann das swipen. Bin ich mir nachher mega nah. Ich bin da, aber Vorsicht, Mauch hilft da oben rein ulten. Wir müssen raus hier, Freddy. Wir müssen raus hier. Oh, wichtig. Double auf Gönn, hier kommt Wurzeln, hier kommt Wurzeln. Block, block, okay, nee. Ich hab gleich Ult, wenn ich respawn. Ich könnte das Ulti gewinnen. Wieder. Können wir den nicht töten? Ja. Ich Lulu erst in 15 Sekunden. Lulu keine Ulti, Lulu keine Ulti. Und keine Flash, Lulu. Okay, okay, du haust sie alle kaputt. Oh mein Gott, Karte ist Ult, Karte ist Ult. Ja. Oh, Pathos, jetzt aber. Der Karte ist hinterher. Nur einer? Oh, nice. Oh, yeah. Schön. Haben wir halt Wolfcamp geresettet, auch geil. Hier ist ein. Aber C ist Mitte. Okay. Ja, lass direkt für Dragon. Scheiß auf Harry. Yep, guck. Hier unten durch, oder? Gib mir den Shutter ab, den Schild, Festwild. Ja. Kannst du Mitte, yep. Ah, okay. Ich hab das halbe Game einfach einen Double Buff gehabt bis jetzt. Hol ich. Du bist einfach ein guter Jungler. Ja. Kannst du mir das CC nehmen, damit ich die treffe, die Krabbe? Das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Hm. Okay, jetzt, aber jetzt kann ich wieder spielen. Ich was hältst du von dem Kommentar EU-JS-Kack-W? I mean, es ist schon irgendwo Wahrheit. Es schmerzt mir das einzugestehen, ne? Aber es ist schon, also ich kann auf Jace einfach das Movement mit den Outer-Tags nicht. Dieses, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieser Tech-Weaving oder da gibt es ja bestimmt ein Fachwort. Ja? Autospacing, was, wie immer man das nennt, das kann ich einfach nicht. Das ist so schwer. Das ist ja nicht ein Flash. Es gibt einen guten Jace am besten, nicht einen. Ja, das ist so unglaublich schwer. Caps ist ganz gut auf Jace, der trainiert den super hart. Mach du mal alleine, ich sehe die Flash. Ich war bekannt. Oder? Der ist gerade am Blue, 100 Pro. Die Annie hat wieder Flash, ja. Die werden aber jetzt hier kommen. Brücke kannst du Luki Luki verarrow? Ich hab Pusche, kann ja. Ich arrow auf die Höhe. Das ist ja. Mega da coming in. Bei was haben wir jetzt viel Glück? Okay. Ich wollte sagen, das hätte nicht Fokus. Oh, ein Hit von hinten? Ja, ich weiß. Oh. Weil, da. Also das ist nicht mich der Fokus haben irgendwie, aber naja. Die sind die Andy hat actually sau viel Damage gemacht. Lulu. Nice. Oh, das ist fett City. Gut am Sterben, kann essen. Boah, wenn ich gleich Ult hätte. So close. Wenn ich pre-Ult hätte. Okay, das Game wurde jetzt ein bisschen eine Schlammschlacht irgendwie in den letzten paar Minuten. Ja, schon. Also wenn du den hier in der Mitte triffst, ne? Oh, ein Ult. Hm? Ich nehme mal kurz den Red. Der Based. Hier, genau da. Sicher? Ungefähr. Ich da. Kann dir Vision geben. Ja, ich hatte recht. Tschüss. Actually Lulu, ne? Ja. Actually Lulu. Ich hab nicht mal da Chaos Deck bekommen. Nein. Ah, der Plan war. Der Plan war perfekt. Ja. War sehr close. Ich brauch endlich mal Kackwatts. Willst du Raptoren worden? Also hingehen. Covern. Danke, geil. Das ist echt Einsatz. Du läufst einfach in den installierten Kartex rein. Ja, aber was soll er tun? Also ich habe echt nicht viel Angst vor dem. Ich bin irgendwie so stark. Und männlich. Ich wünschte, er würde in mich reinlaufen, to be honest. Den haben wir keine Worte, oder? Er wird ziemlich sicher einen Top-Cover nehmen, oder? Wenn er nicht ist. Ja, die müssen mehr Leute top sein auf jeden Fall. Und ist ja. Nichts. Was machen wir überhaupt, Bot? Denn hier sind nicht mal noch ein Tier zu. Ich farm nur die Camps und dann farm ich jetzt meine eigenen Camps. Jetzt wir chillen jetzt einfach kurz bis zum nächsten Tier. Das wäre hier Vision gut. Das wäre hier gut. Ne? Hast du eine Arrow? Oder warte mal. Maybe komm. Ah, nee, die läuft. Also, kann ich muss, glaube ich. Könnt ihr zusammen hingehen? Ja. Also, ich kann so. Dann Harpo schon hinmoven. Ja. Emmy hat wieder keinen Bären. Oh, wait. Der ist ziemlich sicher dran, ne? Ah, ne, ist er nicht. Okay. Nee, der wir hatten Vision auf ihn, dann ist wahrscheinlich raus. Kannst du nehmen, Brücke, ne, wenn du willst. Ja, nimm ruhig. Ich hab da sind Spike. Sie, kommen beide nach unten. Wollen wir einfach Minute 20 Installation? Ja. Also zuerst kommt Harold ab. Vorne, I guess.
Pass wieder zurück, ne? Ja. Ja, ich glaube nur Wiss. Die Lulu hat Top zu spielen. I mean, honestly, ich meine, die kommen, aber wir muss ein bisschen warten, bis hier kann ich kommen. Also auf jeden Fall, die Kavallerie von denen ist da, ja. Kannst du einfach einen Arrow kommt auf die Höhe. Ich warte kurz im Busch. Ja, der Arrow wird gut. Lel. Die TP'n Top, Freddy. Dann gehst du 2, nice Arrow. Und wir matchen? Ich match nicht. Ja, sorry, ich hätte Spiel von Tom spielen können, das meint wieder. Ich hab gerade TP'd. Mit Menschen komme ich hoch. Ah, ich komme leider nicht ran. Okay. Muss nicht erzählen jetzt eigentlich, Kani? Naja, das war komplett dumm jetzt schon zu gehen, sorry. Ach, was hab ich mir gedacht? Na, bin gleich da. Klippi in 10. Aber er sieht gut aus. Okay. Vorsicht, die hat bald wieder zurück. Ich hab Ult, falls sie rauskommt. Ah. Vorsicht, sehr schnell. Dragon 45. Das ist ein mieser Fall. Ja, ich bin einfach Toplane, ich spiel für Harold, I guess. Ich spiel für 40, Leute. Ja, aber ich bin einfach, ich kann Rattipi nur spielen für mich selbst, Harold. Ich spiel voll gut die First Track, Ash, was? Ne? Banger. Der Powerbuild, ne? Der Fury Craft, da mal wieder her. Ich hab, oder? 400 Gold hab ich schon geholt. So, jetzt, wo ist mein Korean Jace im Chat, ne? Mit der neutralen Statline. Hat die Ciri gerade geflasht? Ich glaube nicht, oder? Glaube nicht. Chilliger Karthus Damage. Nachdem, was ja Gao und Knight gemacht haben, das ist ja Chinese Jace sozusagen, glaube ich. Die waren so cracked beide. Die kommen, glaube ich, hoch, ne? Weil die nicht Dragon contesten. Ich will das nicht. Wer bottet hier drei? Also ich meine, wir nehmen halt gerade Dragon. Fällt dich mal an. Aber ich habe Ult, wenn wir können, kannst du den Karthus, den Karthus. It's okay, it's okay. Gegen Lulu ist rough. Oder? Actually, let's do it. Oh! Los. Nice, beide sogar. Okay. Annie, können wir die töten? Ja, oder? Die Annie, klar. Oh! Gestoppt. Brokodil? Oh ja, Brokodil! Reicht, oder? Ja, es reicht. Scheiße. So nice, nice old man. Fuck! Ah, Mann. Von euch beiden, also jetzt. Okay, das ist nicht gut. Jetzt die Maus hinter uns gefehlt. Jetzt krieg ich einfach noch zwei Camps oben drauf. Aber wir haben die Annie schön weggeflext, so wie sie es gehört. Ganz genau. Oh, nur zwei. Wenn wir den Harold rushen, kriegen wir den, ne? Ja. Die kommen halt alle, ne? Das sind 15 Sekunden noch. Wahrscheinlich den Tippers für die 50 Gold, die ich gerade extra farmen soll. Also eigentlich müssen wir nur Ciri abholen, das Game ist jeder Fight free, ne? Ja, da willst du noch 7. Der ist schon scary. Vor allem mit der Lulu dahinter, die hat auch Mikaels, ne? Sollten wir übrigens auch bannen, glaube ich, in den Games zu kommen. Ich spiele Ciri selbst nicht und der Most Broken Champ, Most Broken ADC. Mhm. Lass Harold rushen. ASAP. Wir haben kein TP. Sollte passen. Annie ist unten. Ciri ist unten. Red Buff. Dann hast du wieder Ult. 20. Nie wieder hin. Ah, die scheinen so Semi zu contesten. Der hat jetzt den Kackschild, ne? Jetzt hast du es bekommen, I guess. Ich hab Ult unten. Ist die Ult war? Nee, ich weiß nicht, wo sie ist. Achso, okay. Ult ist einfach wieder vorgelaufen. Oh, lol. Bei mir ist was? Ich glaub, wir Harold einfach. Die gehen auf mich. Ja. Cool. Kannst du runterkommen? Besser stehen für den. Ich flanke von links. Ich flanke. Full Vision mit Zaplings. Ich glaube, ihr gewinnt es aber. Ja, nein, wir gewinnen es nicht. Ich kann nicht durchrufen. Durch zwei Zaplings durchgelaufen, ich kann nicht moven. Die Ciri hat noch keine Ulti. Boah, sind die alle low. Mhm, sind sehr, aber die haben, also, actually kein Lulult mehr. Spielen wir halt, ja, ne? Ja, da oben denke ich schon. Ich hab keine Leben, wenn ich sie will. Ist ein Flash. Da, die oben, die beiden? Nice, go Nash. Schafft ihr den? Die Lulu? Der Nash. Ich bin gleich da. Ich glaube, ihr braucht schon ein Tolkien. Ja, ich hab, der Turm war eine Spiel und die Minz haben mich gefokust, wisst ihr? Ja, 800 Gold, ich konnte nicht nein sagen.
Wieder hier. Salle. Dieser Strahl, was bringt der überhaupt zu dodgen? Ich glaube, der applied diesen Baron-Buff mit Magic Resistance Debuff, oder? Aber ich weiß es auch nicht. Ja, aber tatsächlich. Kriegst du dann mehr Stack? Weil du kriegst ja immer diesen Debuff. Aber ich glaube, du kriegst eine Doppelte, oder? Also aber kriegst du dann mehr Debuff? Ich habe mich immer gefragt, was es bringt. Man dodgt den ja automatisch, ne? Weil diesen Tentakel ist ja klar, ne? Weil der dich CC't. So, und du halt DPS verlierst. Aber was dieses Ding, was bringt das? Kann ich dir nicht genau sagen. Maybe sind das mehr Stacks von seinem Debuff? Das ist genau, das ist das, was Tolkien meint. Ja, das würde auch Sinn machen irgendwie, ja. Bitte runter? Poking? Wie bitte? Bitte runter Poking? Und du kannst es von mir side, aber. Nö, ich kann gerade die Bin ready. Ich bin aber Poking, ja. Und der Drake ist eine Minute, ne? Also Seele. Poken into Exit Dragon. Der war hier irgendwo unten, der K6. Wir sind Mauke unten schon aktiv, ne? Wow. Oh. Ich hau richtig rein, ne? Ja. Ich sag mal so. Kill it! Ja, nicht mal gut. Nach dem Play gehen wir positiv raus. Das ist crazy. Ja. Aber ich bin aber sehr schön eingeht schon, ja. Ja. Das ist die war doch schon nicht schlecht für dich. Hat sie hier was benutzt? Ja, nee. Ult. Okay. Unwahrscheinlich groß. Also Soul wäre ab, aber ich habe gleich Ult. Ich habe Ravadrons Ult. Schon auf den Turm gehen, probably. Ja, ich denke, es ist fein. Ich weiß auch nicht. Der Chef ist an Battle. Soll ich nicht ulten? So. Ja, doch. Ich hab Flaschen müssen. Damage sehr unterschätzt, ne? Oh. Bitte, bitte. Oh, danke. Oh! Es ist so tröstlich. Das wäre so insane gewesen. Ist es 3? 3 gewinnen wir überhaupt? Ja, ich habe gleich Ulti. Oh, so close. Rocky, du müsstest mir nur das Schild wegpingen, bevor mein Hook hittet. Können wir hier unten lang gehen? Oh, er kriegt den One-Shot. Okay. Das reicht schon. Oh no, meine Ulti ist auf Cooldown. Lecker, Schmecker, Seele. So, nimm mal keine Flash mehr auf Annie. Auch kein mehr auf Ciri. Dann ist free. Wollen wir nochmal siegen? Ja. Ja, jetzt, wie gesagt, jetzt haben sie die Tools ja nicht mehr. Also wenn ihr so brutal engagieren könnt, dann stellt mich einfach neben euch da rein zu TP'en oder so, ne? Ne, das ist jetzt egal, weil ihr jetzt keinen Flash-Schubus. Wir waren auch sehr aggressiv. Ja, bestimmt viel zu weit vorne. War halt sehr, sehr gut von der Seite. Kanisa in den Karten, haben wir alle den Choke. Okay. Ja, Markerhold ist schon lästig, muss man sagen. Also, ist schon ein sehr lästiger Spell. Ja, wenn man keinen Tank hat, den zu tanken, ist schon sehr anstrengend, ja. Und schön Wukong-Klon oder sowas. Sehr entspannt. Sonst ärgerlich. 20 auf Ulti. Das würde ich gerne noch warten, im besten Fall. Same. Ich würde ganz gerne die eine Wave nehmen, dann kann ich recallen und TP mit einem vollen Item. Ich glaube, es sind Stacks, ist alles. Also, ich habe jetzt Level 16 Ult. Das war's jetzt, glaube ich, für die. Kann ich das kurz warten? Ich brauche 30 Gold, muss ich warten. Soll ich top porten für die Wave? Der Turm gibt dir 30 Gold. Der Turm gibt uns, der gibt dir das. Okay, ich komme. Kann er tankt. Beautiful. Bot den Wave kommen. Könnte auch der Botwave könnte ich einfach ulten, die müssen basen, wir beenden. Und wir enden, ja. Ja, ist glaube ich easy. Maybe kriege ich hier Luki Luki. Einfach hinten jetzt. Versuchen Arrow hier ranzukriegen, aber er misst. Echt alle basen. Könnt ihr die Minions killen? Nicht wollte ich auch. Annie Flash? Annie hat eine Flash. Die Annie, die Annie, die Annie. Nice. GG, boy. Gute Job. 7-0. Let's go. Aber damit haben wir es schon safe, no? Oder nicht?
König Isid? Hallo? Also entweder bin ich oder die sind alle, die sind. User entered your channel. Seid ihr auch DC'd gerade? Ja, ihr seid alle DC'd. Ja, perfekt. Ja. Aber es okay, also sind garantiert der 5. Garantiert schon? Ja. User joined your channel. Okay, geil. Aber das letzte machen wir auch noch, oder? Für die 8-0. Ja, ich spiele gleich nochmal für die Galerie 1 auf, klar. Klaro. Ich bin gespannt, wer, ist jetzt, wer das andere 8-0-Team ist. Für die gibt. Galerie. Nach dem Game, nach der Woche gibt es erstmal Koffeinentzug, glaube ich. Doch, war schon sehr anstrengend, no? Ja, also ich fühle mich auch, ich fühle mich richtig. War geil, ne? Aber ich fühle mich richtig ausgelaugt. Ich freue mich auf mein Bett, Damn, auch schon mal unser Team zu treffen. Wollen wir Ciri bannen diese Runde? Nein. Oder nicht? Nein, nein, müssen wir nicht. Du wir kannst jetzt Thresh bannen. Ja, und dann Ezreal, Xayah sind gut, wenn wir Riven offen lassen wollen. Ich hab Fanspeak, wenn ich will, ne? Also gerne. Ich würde lieber Syndra bannen, glaube ich. Spielt der Milena in Syndra? Ja, mach's okay. Ja, jetzt können wir überlegen, ne? Das wird noch Sinn machen. Das wird auch Sinn ergeben. Ja, Xayah oder Ezreal halt. Das ist mit Lilia bannen. Wenn er seinen eigenen Jarvan bannt, dann lass uns doch noch seinen Lilia bannen, oder nicht? Können wir auch machen, ja. Oder ist es ODB? Der spielt Second Most Played, der spielt Jarvan und Lilia. Keine Sache, keine Ezreal. Ich Lilia dann noch, okay. Also ich einfach Riven von ihm wegpicke? Das ist Xayah First Pick. Die werden vielleicht Xayah. Das wäre schon ein Giga-Chat-Move, sag ich ehrlich. Wir könnten hier den Rakan auch wegpicken. Ja, wenn du jetzt Riven pickst, dann weint er, glaube ich. Ich wollte aber keine so gute Riven. Alter. Ich sage auch nicht, warum er weint. Freude. Rakan, eingeloggt. Keine ja. Ankara Messi. Machen wir einfach Rakan Ezreal oder was? Bisschen Scaling-Mailing? Ezreal jetzt schon? Ja, müsst ihr nicht blinden. Okay. Boah! Leute, was ist denn da los? Ich muss mal richtig ausgehen hier. Na, ich bin gerade auch richtig müde. Boah! Ganz schlimme Sache ist das. Wie angesteckt. Wollen wir nach was essen gehen? Hast du nicht gerade 2 Teller Nudeln weggeschaufelt? Ja, ich würde auf was essen gehen. Würde ich kurz duschen und essen gehen. Wenn ich mit duschen kommen darf? Das darfst du immer, Kani, weißt du doch. Nordelos. Könnte Midlane Nautilus auch sein. Wobei die den primär Support gespielt haben, ne? Ja, die haben den fast immer Support gespielt. Der Midlane hat viel Victor noch gespielt. Wir können Gragas hier einfach picken. Ihr könnt auch Cresante oder Ornn picken oder so, wenn ihr möchtet. Kann ich auch beides beim Picken, kein Problem. Cresante und 2 Toplane-Bands oder so? Sure. Lock it in. Oh, ich finde ihn nicht. Oder? Ah, Santé. Mit dem dritten Skin. Prestige Cresante. Hast du den? Nee. Ich mag den auch nicht so sehr. Also. Ich mag eigentlich den Standard-Skin am meisten. Den Standard-Skin? Ja, bei dem Neon-Skin hat er so ein komisches Auto-Tune-Voice-Over. Und die Prestige-Skin habe ich noch nie gespielt, deswegen keine Ahnung. Er hat so eine richtige mächtige Stimme in seinem normalen Skin, ne? Das ist schon sehr eindrucksvoll. Ich würde eigentlich super gerne gegen Riven spielen hier bei der Draft, also ja, wenn ihr fein damit seid. Gegen Riven spielen ist. Aber nicht sowas wie Jax oder sowas. Mhm. Magic Damage, I guess.
Tja. Okay. Was heißt, wir picken jetzt hier Jungle? Jungle. Nee, ich kann easy Jungle picken. Ich muss kurz überlegen. Genau. Jungle. Was willst du denn spielen? Ich würde Evelyn gehen. Ja, das passt. Okay. Willst du Mono-AP sein? Egal. Beides fein. Du musst aber aufpassen, ne? Early Game, Early und Midgames Gemisches werden rough. Wieso? Naja, weil die Sau, wir sind alle squishy as fuck außer Kante und die haben super viel CC. Nee. Und Burst. Ich glaube, wir hauen die easy weg. Ich auch. Ich auch. Oh. So, was kommt jetzt hier vom Don als 10th Pick? Ja, ihr werdet es lieben. Ihr werdet euch freuen. Jo. Ja, das ist natürlich die Orianna. Was mit Vel'Koz? Nein, das ist Orianna. Ah. Orihanna? Das ist Orianna oder Syndra, aber Syndra ist gebannt. Ich kann euch auch noch die Vex anbieten, die wäre auch gut, ja. Ich denke, es bleibt ja, bei Pick, Ori, was du gerne spielen willst. Imperial Vanded, Orianna oder so, gerne. Ja, ich probiere Ori nochmal mit dem Imperial Vanded Bild. Ich habe noch nicht ein Game damit gewonnen. Perfekt. Nee, die, ich wollte gerade sagen, die perfekte Grundlage hier. Super, Freddy, freut mich zu hören, ja. Klasse. Ja, aber die, das kann jetzt ja immer das Erste kommen, weißt du? Klar. Vielleicht haben wir jetzt zu viel Magic Damage, vielleicht hätte ich Ade nehmen sollen. Das geht schon, ich habe viel True Damage. Ich auch. Ja, bitte aufhören zu gehen, denn ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was los ist gerade. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Oh, ich bin auch so müde gerade. Vielleicht lege ich mich erstmal ganz kurz hin nach unserem Scrim. Oder nach unserer Kalibrierung hier. Jetzt gewinnen wir erstmal. Erstmal kurz gewinnen, genau. Ja, lass uns kurz gewinnen. Riven ist outscaled auf Iceborne Gauntlet. Und dann habe ich gewonnen. Und wird sie nicht irgendwann stärker sein? Nee, sie wird immer schwächer sein. Wenn ich Thorn mehr kaufe, ist sie immer schwächer, das ganze Game. Okay. Also, wollen wir auch ein Teamfight, not sure. Agurin, ist es fein für dich, wenn ich hier keinen Shirelia gehe in dem Game? Schon, oder? Bist du generell? Ich spiele die Ignite! Sorry. Ja, ich glaube, Locket ist gut, ne? Ja, ich würde auch hier Tank gehen. Ignite Riven Top. Oogway schlägt zu. Ist nicht diese Schildkröte? Master Uwe, ja klar. Von dem kommen die weisen Sprüche über das Leben. Kenn ich nur so ein paar Memes von. Nie geguckt den Film. Ich kenne mal so, weiß nicht, ob du den kennst, bei Onkel Iroh, da habe ich ein paar weise Sprüche gelernt. Über das Leben. Wer ist das? So ein Typ, der spielt so Paisho. Paisho? Also ich könnte dir direkt eine Uwe-Quote geben, wenn du willst. Hit me? Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why it's called the present. Oh mein Gott, das ist ja so gut, hä? Das ist actually wirklich gut. Das klingt wie so eine TikTok-Voiceline oder so, keine Ahnung, so ein Instagram-Quote oder so. Das ist richtig gut, hä? Nicht schlecht. Ja, ist der gute alte Master Uwe. Das ist wirklich auswendig oder hat jemand im Chat das reingeschrieben und das vorgelesen? Ich kann das wirklich auswendig, ja. Das ist ja verrückt. Noch eins? Aber ich glaube, das ist falsch. Es ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber es ist die richtige Richtung, glaube ich. Okay, verstanden. Ich hab bei denen niemanden das hat mich DC? So fasziniert, als ich Kung Fu Panda gesehen habe. Diese eine Line. Ich fand die voll gut. Die habe ich danach einmal nachgegoogelt und seitdem weiß ich sie. Irgendwie konnte ich mich mit dem Protagonisten in Kung Fu Panda sehr gut relaten, weißt du? Du warst quasi er. Oder wie? Ganz genau. Warum? Was hat euch verbunden gemacht im Geiste? Naja. Die kleinen tapsigen Schau ihn dir mal an. Im Geiste, nicht in der Physik oder so, keine Ahnung. Hey Leute, ich hab ne scary Story. Okay. Eine frische. Frisch, ja. Also, mein Vermieter in meiner alten Wohnung in Deutschland wurde angerufen von der Polizei anscheinend. Und hat nach meiner Adresse gefragt.
Also die Polizei hat nach meiner neuen Adresse gefragt. Und es hat sich aber rausgestellt, also sie haben das halt nicht rausgegeben. Und dann haben sie nochmal zurück angerufen, weil die meinten, das ist die Stelle dort, also die Polizeistelle dort von, also ne, die Zugehörige. Dann haben sie halt nochmal zurückgerufen und haben gesagt, nee, sie haben niemals einen Anruf getan und suchen auch nicht nach mir oder so. Und ja. What? Also es gibt eine Person, die sich als Polizei ausgibt und nach meiner Adresse gesucht hat über meinen alten Vermieter. Das ist wohl die Elo-Polizei. Das ist fucking scary, no? Das ist schon weird. Sehr scary, ja. Was macht man dann? Gibt man das der Polizei? Nichts. Kannst du nichts machen? Ja, aber das ist ja quasi, die Polizei will nicht impersonated werden, logischerweise. Ja, du kannst es bei der Polizei, glaube ich, schon mal melden. Die werden nichts machen, aber dass sie einfach eine Akte anlegen, ne? Funktioniert das so? Ich glaube, die fangen erstmal an, eine Akte anzulegen. Für wen? Für Mr. X? Weiß es nicht, super Telefon? Einfach? Ja, nein, das ist einfach nur, dass da drin steht, hier, Agorin wurde praktisch belästigt. Und wenn dann irgendwas passiert, dann sagen sie sich, aha, schau mal, der wurde schon belästigt. Ja, aber der Vermieter hat ja den Typen gehabt, den angerufen hat, der bewusst Nein gesagt dazu. Das war schon also Smurf, honestly. Ich glaube, das können nicht viele Leute cool, machen. Ja. Und er hat doch die Adresse doch auch, er hat doch die Nummer von dem Dude dann auch. Hat der denn eine neue Adresse überhaupt? Was meinst du? Der kann ja von überall angerufen haben. Was, ja, ja, Alter. Ja, ich guck so. Wir sind Level 1. Ja. Also, es wird schon rennen. Ich glaube, also wenn ich so eine random Nummer anruft und ich als Polizist ausgibt, ist schon weird, no? Also, ist ja. What the fuck? Das ist ja eine Little Tempo Sire, ne? Also, wenn wir die Anzeige gegen Unbekannt stellen, ist halt, was bleibt dir sonst über? Ah ja, war das das, was es hieß, dass ein Team immer jemand deceit ist? Im Game davor schon? Ja. Bei mir hat einer mal so eine Analyse mir geschickt, wo er praktisch über Google Maps sämtliche, weil ich einmal eine Instagram-Story aus meinem Garten gemacht habe und der einfach über Google Maps einfach alles in einem großen Bereich abgeguckt hat, bis er meine Doppelhaushälfte gefunden hat. So wurde ich auch schon gefunden einmal bei meiner alten Wohnung. Ja, das war schon sehr scary weird. Auch, ne? War sehr weird, ja. Und ich hatte den Stalker, der bei mir vor der Tür stand auch. Den hatte ich auch in Innsbruck noch. Der mir dann geschrieben hat, wann bei mir das Licht ausgeht. Der hat dann praktisch mein Fenster beobachtet. Lol. Dann hat er mir geschrieben, wann bei mir das Licht ausgeht, damit ich weiß, dass er mich sehen kann. Das ist schon alles ein bisschen weird, ne? Der hat so richtig kranke Sachen geschrieben. Der hat dann geschrieben, dass er mich häuten möchte und so. Was? Sorry. Ja. Was kann doch safe nachvollziehen, oder nicht? Wenn der regelmäßig schreibt. Was hast du gemacht, Freddy? Hast du Anzeige gebracht? Nee, ich hab halt gemerkt, dass mir jemand hinterherläuft. So. Was hast du gemacht? Ich hab den einfach angesprochen. Was? Wie einfach angesprochen? Ja, dann hat er gesagt, oh, sorry, ja, das war ein Experiment und er lässt mich jetzt in Ruhe. What the fuck? Was hast du dann gemacht? Ja, ich bin gegangen. Ich hätte ihn voll Show angezeigt. Also ich bin nicht so der Meister der Konfrontation. Ich habe da allen Mut zusammengenommen, um den anzusprechen. Ja, aber eben nicht, das ist ja super greedy, also super dumm von dir, oder nicht? Wenn der Typ wenn er sich konfrontiert wird und herausgefordert fühlt, dann kann er doch irgendeine Kurzschutzreaktion haben, oder? So eine Person. Wenn er dir schreibt, er will dich häuten und du sprichst ihn an. Ich habe nicht zugehört. Könnt ihr das nochmal schreiben? Das war niemand, ich will jetzt nicht nochmal, dass er die Geschichte nochmal erzählt. Aha. Ich weiß jetzt nicht, wie jemand aussieht, wie? Der einen häutet, aber. So ein bisschen so wie Ramsay Bolton, nehme ich an, ne? Wahrscheinlich. Ich hab es nicht zugehört, aber es war jetzt soll jetzt Katz gewesen sein. Der sah schon sehr ungefährlich aus. Aha. Das klingt nach etwas, was ich niemals getan hatte. Socker wollte ihn häuten, er hat ihn konfrontiert. Auch wenn er ungefährlich ist, er hat ja den Willen zu handeln, den du nicht hast. Das reicht ja schon aus. Ich bin ja zum Glück relativ bald dann weggezogen, aber an sich hast du natürlich recht, ja. Das klingt ja schon sehr insane. Fucking Gigachat, Alter. Actually hätte ich den damals anzeigen müssen, ne? Also bei mir war das genau wie bei dir, da haben quasi ein junges Pärchen, Ende 20, Anfang 30, so über Aussagen wie mein Rewe ist da 100 Meter entfernt, mein Döner ist dort herausgefunden, wo ich wohne, von Haus zu Haustür gegangen, haben das Namensschild nach Stübe abgeguckt und haben dann geklingelt und wollten einfach ein Bild und mit mir reden. Und die fanden die Situation aber nicht seltsam. Und ich war in der Situation so richtig, ich war in der Situation so richtig perplex, weil die nicht verstanden haben, wie richtig weird das gerade für mich ist. Also richtig seltsam. Und das Ding war auch, ich habe ja für eine Ewigkeit immer so eine Brückenstory gepostet, wenn ich zum Carsten gelaufen bin. Ja. Und dann wussten die Leute quasi, ich gehe offline mit dem Stream, laufe jetzt zum Carsten und war mit dem Carsten fertig und dann wurde ich auch regelmäßig auf der Brücke abgefangen.
Dann habe ich auch so mich verfolgt gefühlt, wenn ich von der Brücke nach Hause gegangen bin, weil alle wussten, wo ich halt bin. Das fucked up. Weil die genau wissen, wann du on- und offline gehst. Und das war halt, das war auch super creepy halt. Und dann hörst du Papa Platte, der legt seine Adresse und Telefonnummer, kriegt einen Anruf und kriegt eine Pizza bestellt. Das war's. Hä? Ist er 10-mal so groß wie ich? Ja, das ist das, was sie öffentlich sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hinter den Kulissen, also wenn deine Adresse geleakt wird, da kannst du schon richtig Ärger kriegen. Das hat er in so einem Video... Aber mal Hand aufs Herz, wenn jemand deine Adresse rausfinden möchte, findet er dich auch. Das ist jetzt nicht so schwer. That's true. Also, ich würde sagen, wenn die das wollen, dann finden sie dich auch. Wenn du nicht sehr vorsichtig bist. Man kann tatsächlich, wenn man jeden Tag aufnimmt, wie das Wetter ist, kannst du so ein Triangle machen auf der Map. Ja. Und das immer und immer genauer haben. Oh, ja, oder auch einfach aus deinen Instagram-Stories. Dann packst du die praktisch für jede Instagram-Story, die du machst, wo die Location öffentlich sichtbar ist, macht da so einen Pin rein, dann kategorisiert er das, dann schaut er, okay, wie lang sind deine Wege, wann warst du online, wann bist du beim Casten, was weiß ich. Yep. Zack, 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 Nadel, 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 Nadel und dann hat er euch irgendwann. So, let's go! Das ist doch unmöglich. Also, nein, du musst am Ende dann nur noch eine Straße absuchen nach Nachnamen. Ja, du hast halt einen kleinen Bereich und dann kannst du von Tür zu Tür gehen. Ich unpause mal. Aber angenommen, ich nehme so einen komischen City-Roller und lauf gar nicht. Dann werden aus 5 Minuten einfach 20, wenn ich zu Fuß gehen würde. Und ich kann die jetzt in 5 Minuten bewältigen. Er hat ja unendlich Daten, basically. Und irgendwann kann er das ausschließen. Er kann halt immer mehr und immer mehr einschränken. Ich meine, so müssen wir mich auch gefunden haben damals. Da gibt Sinn, was ihr sagt. Ja, genau so ist es wahrscheinlich ja passiert bei mir auch. Wukong startet Topside oder ja, so. Bei mir ist es auch so. Einfach so. Ich hole mir kurz Bereich, Wasser. Wo in München das ist. Einfach Google Maps jeden einzelnen Ding abgeschaut. Hingefahren. Geschaut, welche Namensschildchen dran stehen. Zack, ne? Deswegen steht bei mir, es steht nicht mal der Name dran. Fucking creepy. Das ist schon creepy, ja. Das ist jetzt schon natürlich ein bisschen lame, ne? Ja, Chat, wir sind immer viel auf Messen unterwegs, ne? Die Maxi, Dreamhack, Gamescom und so, geil. Da war's sexy. Ich bin auch so, also als ich jetzt am Bahnhof war, ne, in München, da habe ich mit 3 Leuten Bilder gemacht, war voll schön. So, weil ich hatte noch ein bisschen Zeit, bis mein Zug kam und so, kannst du dich einfach unterhalten und ein Bild machen. Natürlich. So, aber das ist halt, wenn die Leute zu deinem Haus oder deinem Wohnort kommen, wo du privat lebst und einfach mal sagen, hallo, hier bin ich, ne, das ist awkward. So cool. Absolut. Oh, kommt der jetzt bald mal wieder? Können wir jetzt nichts machen. Wir können ja nochmal eine Runde Mario Kart spielen. Bin ich down? Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Das ist anscheinend haben wohl sehr viele Leute aber Internetprobleme gerade mit dem Leak-Client. Was wird bei mir geschrieben? Und das, die sagen, man kann nicht mehr reconnecten, wird hier geschrieben. Ja, wir können von mir aus können wir denen auch unsere Pause noch geben. Wir brauchen bloß am Ende irgendwie so 2-3 Minuten vor, aber hier kann glaube ich nichts passieren, oder? Die sagen ready? Ready? Sind alle noch da? Oh. Rücki da? Agrin? Ja, ich bin da. Rücki? Dani? Ich bin da. Okay, warte, Rücki ist noch nicht da. Glaube ich. Er hat sich einfach gefullmutet. Ja, los. Ja, dann bist du ready? Ja. Ach, oh mein du Gott. Kacke! Ich meine, jetzt nicht ernst, die baiten uns doch gerade, oder was? Ich glaube, der reconnected und disconnected die ganze Zeit. Ja, meinst du, instant unpaust? Ich habe einmal kurz einen Post und direkt wieder gepaust. Hey Leute, dann können wir über andere Themen reden. Was war für euch die unangenehmste Erfahrung mit einem Zuschauer, Zuschauerin? Ja, ich hab meine schon erzählt. Das war für dich die schlechte. Ja, das ist auch wirklich super creepy. Da war ein Jungler im 8. Game der Kalibrierungsphase und der konnte nicht connecten. Das war übel unangenehm. Scheiße, Mann. Wie bist du damit umgegangen, so? Ich habe anderen Leuten bei ihren Geschichten zugehört, wie sie gestalkt wurden. Und dachte dann so, ich habe echt Glück. Wurdest du mal gestalkt? Nee, nicht wirklich. Oh. Cool. Also, ja. Das ist eigentlich gut für dich, ne? Also, war gut. Und die Brücke-Community war vorhin auch, muss ich sagen, sehr ehrenhaft im Twitch-Chat. Ja. Bei der Affe-Hüpf-Geschichte. Da sind... Weil die genau wissen, was das so nicht ist. So fliegt das nicht bei dir. Ja, das ist, die sind sehr, die sind nicht durchgefallen.
Kani, jetzt du. Ja, bei mir war es das, als wir auf diesem Equal Esports Event waren. Und ich stand mit irgendjemandem von euch und noch ein paar Real-Life-Leuten in so einem Kreis. Und dann kam jemand von hinten und hat mich, das war auch während Corona-Pandemie noch. Also wir standen alle in FFP2-Maske. Und dann kam jemand und hat mich von hinten umarmt und ist mir von hinten mit einer Hand so durch die Haare durchgefahren, während es sich so, wie meine Freundin basically so hinten an mich angeschmiegt hat. Und ich dachte im ersten Moment, das wäre der eine Real-Life-Freund, der von mir, der nicht da war. Und dann hat sich rausgestellt, dass er ein random Viewer war. Und dann dreht er sich so mit dem Kopf in meine Schulter, so als würde er mich fast auf die Backe küssen. Und hat dann mir so zu mir so gemeint von der Seite, ja, das wollte er schon immer mal machen. Und er ist total glücklich, dass er mir einmal durch die Haare fahren konnte. Boah. Und ist dann wieder gegangen. Und am liebsten hätte ich mich dreimal geduscht danach. Okay, ja, verstehe. Da muss ich nicht rein, ne? Verstehe also, ich. Das ist schon immer fucking disgusting, what aber auch heck? Noch während der Corona-Pandemie, wo wir alle in FFP2-Maske da standen. Ah. Ja, wollte ich mal berühren, Kani, das ist schon nicht so geil. Also, okay. Yikes, ey. War ich da dabei? Irgendjemand weiß von noch, euch. Ich habe diese Brötchen da gegessen. Ich weiß nee, ich hatte ein Bier. Das war auf dieser Tanzfläche, oder nicht? Genau. Ich glaube, dass Freddy daneben stand. Ja, wir haben Bier geholt. Ich kann mich daran erinnern. Und ich dachte erst, das ist jemand, den du extrem gut kennst. Genau. Also so das muss irgendwie, halt wie das so richtig guter Körper. Weil am Anfang hast du dann auch, also am Anfang hast du halt positiv reagiert. Ich dachte, oder, dass es deine Freundin ist. Da waren von mir 3-4 Real-Life-Mates waren da, wo wir dann auch bei dem in der Bar waren. So sein Freundeskreis war da. Und ich dachte, das wäre einer von denen. Und dann war das aber ein kompletter Random. Ja. Stimmt, Freddy, ich glaube, wir haben uns Bier geholt da. Ja, wir haben uns Bier geholt, ja. Wir spielen vor euch vor, ich AFK-Farme. Ne, warte, wir können doch remaken. Wenn er reconnect, er kann doch nicht reconnecten. Dürfen wir remaken, geht das? Ach so, ja, remaken ist easy. Aber wenn der Code, vielleicht ist der Code nicht mehr zur Verfügung, weiß ich nicht. Genau, Freddy stellt die Frage. Ja, inside L. Finde ich geil. Ja, aber der Code sollte gehen, by the way. Ich glaube auch, dass der. Lass mal einfach einen lieben. Ja, schreibt ihn. Jungs, jetzt geht's. Ich habe den Summoner Spell nicht geändert. Ich werde mal fragen, ob das fein ist für die. Aber ich hatte Exhaust im letzten Game. Ja, lass fragen. Nein, eigentlich ist es ja ein Nachteil für uns, ne? Weil Exhaust wäre schon besser. Ja, tatsächlich ist es ein Nachteil für uns. Lecker von BS. Cool. Dürfen die jetzt wieder diesen Wardling, weil ich das letzte Runde erlaubt habe? Weil ich halt auf AFK war? Wie willst du es verhindern, dass er den Wort legt? Pion. Actually, ist die Riven hier hinten dran. Wo meinst du das Riven? Also vielleicht halt über die Wand gehen. Rübergejumpt, ja. War ganz allein, wäre weird. Jetzt hatte der Victor nicht gerade. Hatte der gerade Ghost? er hat doch auch geschrieben, same. Dass bei ihm auch der falsche Summoner ist. Ja, der hatte gerade Ghost, ne? Ist doch egal. Wer denn? Der Midlaner von denen. Ach so. Ja, ich hab nicht im Moment diese vorbereiteten Runenseiten und die geben halt auch mal einen festen Summoner-Spell. Vielleicht ja, ist es bei genauso. Ich muss auch nochmal wegen Runen, weil ich hab Gathering Storm und Scorch. Ja, das ist scheiße. Ich meine, das ist schon okay jetzt. Ich glaube, der Midlaner ist DC'd. Jungle hat immer noch Probleme. Ja, ich geschrieben einfach nur der Midlaner. Der Jungle ist boomed. Hm. Okay, wollt ihr vor spielen? Also ich AFK-Farm einfach nur. Ja, ich bin auch bereit, dass die unseren Default sind kriegen, weil es doch egal ist, oder? Wir sind doch beide nicht. Nein, nicht egal. Es sind vier Teams. Wir könnten der Priming anbieten, dass wir es in einer Stunde spielen. Aber ich glaube, man ist immer. Also die Carina meinte, man ist immer qualifiziert, wenn man. Ja, lass uns kurz mit denen reden, dass es für alle fair ist.
Wenn man. Also, was, wenn die Prime League das erlaubt, könnten wir in einer Stunde oder so spielen. Aber das Ding ist, ich habe einfach nicht mehr so viel Bock, sondern auch nicht mehr. Ich bin halt echt fucking müde. Ich könnte jetzt einfach vor wie vorspielen, ich mache einfach nichts. Aber das ist auch. Wollen wir es einfach auf ein paar Tage verschieben, so 3 Tage oder so? Keine Ahnung. Ja, dann wird es die Prime League umbringen, das werden die nicht machen. Ja, aber wir können doch. Wir holen es als Showmatch nach, wenn sie da Lust drauf haben. Finde ich gut. Weil die wollen ja einfach gern gegen uns spielen, oder? Das ist super cool. Das ist super cooler Vortrag. Also wir holen es als Showmatch nach und dann haben sie trotzdem dieses Game. Können wir sogar ein BO3 machen oder so. Wie so ein Scrim-Block. Das ist voll geil, ja. Ja, das klingt echt eine gute Idee. Na gut. Also jetzt kriegen wir den Deathwind dann, oder was? Mhm. Auch lame. Aber müssen wir dann nicht actually das Game beenden, damit der Code das halt annimmt? Ja, sie werden FFen müssen, nehme ich mal an. Ja, man kann den Win auch so eintragen. Ja. Ja, also lieben wir einfach nochmal. Man kann locker den Winner eintragen, einfach. Aber, also nicht, dass Ergebnis, sie jetzt open müssen oder so. Nee, das Ergebnis wird so automatisch vom System eingetragen, sobald das Spiel gespielt wurde. Das ist gar nicht gut. Okay, also müssen wir actually jetzt anpausen und spielen. Die müssen FFen. Ja. Müssen sie? Sagen wir das? Ja, natürlich, sonst können sie ja sagen, nee, so war's gar nicht. Ja, bis 10 Minuten. Bis 10 Minuten. Lass aber Mitte gehen und so runterpushen, ne? Geht schneller gehen. Es geht nicht schneller, oder? Ja, natürlich. Oder wir gehen Bot und pushen, das geht schneller, auf jeden Fall. Wir finishen niemals Pre-10. Nein, wir können einfach bis 10. Minute spielen, ne? Also meine Bot-Games sind immer 7 Minuten. Okay. Wait, okay, sie rennen runter. Ja, ich würde jetzt einfach Mitte gehen, also. Oder Bot-Lane halt, wie Argun gesagt hat. Ja, Bot-Lane ist besser. Das ist weniger Platte, Panzerung, man. Ja, dafür brauche ich mir aber die Wave gestackt. Die können von uns Herald machen, die Gegner, dann wird es noch schneller. Im besten Fall haben wir bis dahin eigentlich schon das Game. Meinst du? Also, Botgames machst du in 8 Minuten fertig. Ja, aber da hast du so Jinx oder Tarn oder so. Ja, das ist true. Aber diesmal haben wir ja keine Gegner. Ah, die können early surrendern. Ah, das ist actually. Na gut. Fight Games, okay. Nice. Hey, wieder mehr gute Ideen mit den Showmatches. Natürlich. Die haben sich ja voll gefreut, Ende. Die haben so viel geschrieben, die waren so hyped, weißt du? Das ist so glücklich, die man unbedingt. Irgendwie. Das ist ein bisschen lame für die. Reporten wir den jetzt? Fucking Lever? Ja. Hast du den? RLG Blitzpain. Evelyn, Win tradet sich in die Prime League rein.